Ja, huhu und herzlich willkommen hier wieder beim Koali und zu einer neuen Runde Vampire the Masquerade in der fünften Edition. Und heute mit dabei vier, nein, eigentlich mit mir fünf, aber auf der Spielerseite, obwohl es der Spielleiter ja auch ein Spieler ist, haben wir ja gelernt, sind heute, ja, vier Leute auf der Spielerseite. Dr. Angela wird nämlich gespielt heute von Lilio. Hallöchen. Und Bruce wird wie immer gespielt von Kako. Wunderschönen guten Abend. Und Samantha wird gespielt von Feramin. Hallo. Und last but not least, Aisea, gespielt von Araiguma. Hallo zusammen. Wir spielen Vampire the Masquerade in der fünften Edition. Und das bedeutet eine kleine Disclaimer vorneweg. Wir spielen in einer World of Darkness, das heißt, es könnten Themen und Handlungen vorkommen, die wir persönlich als Spieler natürlich nie machen würden, die aber vielleicht etwas böse sind, denn es geht darum, dass wir Vampire und damit Geschöpfe der Nacht und der Finsternis und des Bösen verkörpern. Und ja, wer damit Probleme hat mit Thematiken, die vielleicht etwas in den zwielichtigen Bereich fallen könnten, der kann zu gegebenem Anlass, zu gegebener Stunde dann abschalten. Nehmen wir keinem krumm, aber fühlt euch gewarnt. So, vorneweg. Ja, und wir spielen in 2018 noch. Ja, wir spielen in der Vergangenheit. Ja. Wir sind im Oktober 2018 noch mit unserer Spielgruppe und wir befinden uns in einem kleinen Städtchen, dessen Name noch nicht näher genannt worden ist, an der Grenze von Mexiko in Bundesstaat Texas in den Vereinigten Staaten. Und unsere vier Vampire hier, Dr. Angela, Samantha, Aisea und Bruce, leben mehr oder weniger in dieser Stadt. Bruce schon etwas länger, Dr. Angela, Samantha und Aisea noch nicht so lange, aber alle haben gemeinsam, dass sie auch noch gar nicht so lange Vampir sind und sich irgendwie in dieser Gesellschaft, der Vampirgesellschaft zurechtfinden müssen und vor allen Dingen in dieser Kleinstadt zurechtfinden müssen, denn diese Stadt hat auf der Vampirgesellschaftsebene ein paar Probleme. Anscheinend gibt es gerade keinen Prinzen. Und das ist alles etwas merkwürdig. Man hat Dr. Angela, Samantha und Aisea damit beauftragt, sich doch gut zu stellen mit den Vampiren, die sie schon getroffen haben, und vielleicht ein, zwei Aufgaben zu erledigen. Unter anderem sollte es geregelt werden, dass auf der sterblichen Ebene der amtierende Bürgermeister bei der jetzt anstehenden Bürgermeisterwahl wiedergewählt wird. Da hat Aisea schon einen ganz guten Schritt in unternommen und hat einfach mal den Konkurrenten ein bisschen diskreditiert. Mal sehen, ob wie weit das reicht, um die Wahl zu beeinflussen. Und gleichzeitig haben sie eine zweite Aufgabe bekommen, nämlich einen entlaufenen oder einen verschwundenen Vampir zu suchen, nämlich Anna. Angeblich eine Freundin von dem Vampir, mit dem sie da gesprochen haben. Und ja, die soll verschwunden sein. Und wie der Zufall es so will, ist Anna Bruce's Sire. Und so kommt Bruce wieder mit ins Spiel, der so seine ganz eigenen Probleme hat. Zum anderen hat er Geldprobleme und möchte sich ein neues Domizil zulegen, weil er lebt momentan in einem Trailerpark, in einem, ja, in so einem Caravan und zusammen mit seinem Sire ist es da ein bisschen eng, deswegen möchte er sich ein kleines Anwesen kaufen. Ja, ein Vampir der Stadt, der auch nur zu Besuch ist, hat ihm einen Job angeboten und das hat er auch angenommen. Und ja, was ist sonst noch so in dieser Stadt los? Ja, es geht ein bisschen drunter und drüber. Samantha und ihr Klüngel, der dicke John und Andrew, Samantha Sire, versuchen in der Stadt irgendwie Fuß zu fassen. Aisea hat so
ja, beim letzten Mal auch ganz speziell nochmal von oben, von der Hierarchie seines Clans Druck bekommen, doch mal nachzuprüfen, was denn da jetzt los ist mit der Camarilla in der Stadt. So ganz dezent wurde Druck aufgebaut. Und Dr. Angela, naja, sie hat erstmal abgelehnt, sie möchte nicht zu dem Klüngel von Samantha gehören, oder zumindest noch nicht, oder möchte sich das nochmal überlegen. Sie ziert sich ein bisschen. Ja, und sucht trotzdem so ihren Stand in der Stadt, nachdem ihr Sire sie ja, da hat sitzen lassen. Ja, ist einfach abgehauen, keine Spur. Genau, eine Träne wurde vergossen. Dafür wurde ein Rouse-Test geschafft und ja. Ja, also das ist so der Status quo. Falls ihr die ersten Folgen alle nicht gesehen habt, dann wisst ihr jetzt ungefähr, worum es geht. Und wir steigen ein am 23. Oktober 2018. Ungefähr so, ja, vielleicht eine halbe Stunde oder eine Stunde nach den Ereignissen der letzten Folge, wo unsere drei Vampire, Angela, Samantha und Isaiah, sich darüber unterhalten hatten, zusammen mit Bruce, was denn da jetzt in der Stadt los ist und wie das alles zusammenhängt. Und Bruce hat dann noch was vor an diesem Abend, denn er soll seinen ersten Arbeitstag bei Mr. Pranava, dem merkwürdigen, steifen Vampir, verrichten als, wie nannte er es, Bediensteter, Fahrer, Callboy. Man weiß es nicht so genau, was dieser komische ausländische Vampir so meint, wenn er das. Er rang ein bisschen mit den Worten. Ja. Vielleicht fangen wir dann auch mal bei Bruce an. Also das Gespräch, was ihr mit Bruce geführt habt im Etablissement, in einer Kneipe. Ja, das ist unten in der Kegelbahn, oder in der Bowlingbahn, besser gesagt. Wir sind ja in Amerika. Ja, das ist eigentlich ganz gut verlaufen. Ihr seid euch nicht gegenseitig an die Kehle gesprungen. Es ist kein Blut geflossen. Ja, wie sieht es denn aus bei Bruce jetzt so, wenn die anderen Anstalten machen zu gehen und dann auch irgendwann so das Etablissement verlassen und dich alleine lassen? Bist du zufrieden mit dem, was du gehört, gesehen, erfahren hast? Ja, größtenteils schon, da herauskam, dass die Person, die mein Sire, also die gute Emma, gesucht hat, verschwunden ist. Das wusste ja Bruce vorher nicht. Und das sind ja eigentlich ziemlich gute Nachrichten erstmal, weil das so wahrscheinlich das Argument sein wird oder sein könnte, was Anna in der Hinsicht so ein bisschen besänftigen wird. Aber erstmal, was er macht, wenn die anderen alle weg sind, ist natürlich erstmal aufräumen, weil Karl, der Barbesitzer, hat mir freundlicherweise diese Örtlichkeit zur Verfügung gestellt und ihn natürlich auch angemessen verlassen. Genau, und würde dann wahrscheinlich, wenn er dann soweit fertig ist, ja, Kegel zusammenräumen, so Bahn ausschalten und so und Stühle wieder ran, Was hat man er so in so als einer. Vampir macht mit seinem Unleben, ne? Aufräumen. Ja. Er ist noch sehr menschlich, sag ich mal, in seiner Art. Würde er dann erstmal, er hat sich halt in so einer großen Plastiktüte, er war ja shoppen, er hat ja $200 oder so bekommen, glaube ich, von Mr. Pinarova, und sich, Zitat, anständige Kleidung zu holen. Da würde er sich halt dann schon mal umziehen, soweit irgendwie. Dann, wie spät ist es dann so ungefähr? Dann, je nachdem, würde er sich dann auf jeden Fall schon mal auf den Weg machen zu dem Hotel, wo er dann der Treffpunkt wieder ist. Okay, dann machst du dich auf den Weg mit deinem alten Taxi? Oder fährst du irgendwie? Nee, das Taxi hat er schon abgegeben. Und der fährt dann halt mit den Öffis dahin. Ah ja, öffentliche Verkehrsmittel in USA. Sehr gute Idee immer, damit zu fahren. Ja, gut, ne? Das macht Ist jedem ja Amerikaner jedes Mal Spaß. immer. Und ja, gut, Aber was sein muss, muss sein. Dann fährst du mit den öffentlichen Verkehrsmitteln quer durch die Stadt und triffst Mr. Pranava in diesem großen Gebäude in der Mitte der Stadt, nahe des Parks. Und
Ja, der wartet schon vor der Tür, hat einen sehr altmodischen Gehrock und Mantel an, mit einem, hat einen Zylinder aufgesetzt und trägt so, dieser Mantel ist so ja, ein bisschen zweigeteilt, so ein bisschen die obere Hälfte halt so zum Regen abweisen, auch mit so einem großen Kragen. Und, oh Gott. Ja, so richtig schön altmodisch, so wie man sich die irgendwie aus dem letzten Jahrhundert oder aus dem vorletzten Jahrhundert die ja, so ein bisschen, er sieht so ein bisschen aus der Zeit rausgerissen aus, wie er da steht. Es regnet und ja, er steht so halb unterm Vordach und bin schaut ich so. Zu spät oder ist er einfach viel zu früh? Nö, du bist nicht zu spät. Okay, sehr gut. Ja, dann ja, Bruce wird wahrscheinlich so einen kleinen, kompakten Regenschirm haben, den man auch schnell zusammenfalten kann. Generell, wenn es halt irgendwie regnen sollte. Und ja, kommt dann irgendwie wahrscheinlich nochmal Normalschritt an und ja, dann irgendwann Regenschirm zusammenklappen kurz und dann, guten Abend, Mr. Pnava. Guten Abend, Mr. Warren. Sie sind sehr erfreulich früh hier. Sie auch, Sir. Und ich hebe einmal so ganz kurz meine Mütze auf und dann, also, zur Begrüßung. Ja, und, ja. Natürlich. Immer besser zu früh als zu spät. Das ist eine sehr, sehr gesunde Einstellung. Ich bin positiv überrascht. Ich dachte mir, vielleicht kommen Sie zu spät oder so. Nein. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Na. Ich nehme sowas immer sehr ernst. Sehr gut. Dann können wir ja beginnen mit unserem Ausflug heute Abend. Kramt so ein bisschen in seiner Manteltasche herum und zieht dann so einen goldenen Schlüsselbund raus. Also funkelt zumindest so golden. Sind so ein paar Schlüssel dran und reicht dir den rüber. Danke sehr, Sir. Dann nehme ich den auch gegen. Ja, da ist auch so eine große Mercedes-Plakette dran. Perfekt. Ja. Das Auto steht in der Garage des Gebäudes. Vielleicht holen Sie es nach hier vorne, dass ich standesgemäß einsteigen kann. Natürlich, ich fahre vor. Ja, und dann, während ich dann in die Tiefgarage gehe, da komme ich wahrscheinlich von innerhalb des Gebäudes irgendwie schnell rein. Striele ich nochmal so ein bisschen nervös auch meine Kleidung immer so recht und den Anzug ziehe ich so richtig und wenn ich da nochmal so eine spiegelnde Fläche sehe, wird Bruce sich da auch nochmal so ganz kurz so Kragen und so richten, mal eben gucken und dann hat das so ein Aufdruck. Und auch ist auch das Kennzeichen eingraviert auf diesem Mercedes-Stern. Ah, ein Traum. Ja. Quasi. Hat alles gedacht. Ja, dann natürlich. Jetzt, wo du es genauer betrachtest, sind so kleine. Das ist keine richtige Gravur, sondern es sind so kleine Diamanten, die das Kennzeichen bilden. Ja, das widert Bruce dann noch ein bisschen an, aber man macht da ja nichts gegen. Ja. Darf ich an der Stelle nur mal gerade ganz kurz sagen, ich bin jetzt nicht mehr der größte Bonzel. Ja. Du hast ja auch kein Trinkgeld gegeben damals. Das stimmt, du. Du Geizer, du. Im Vergleich bin ich ein Mann des Volkes. Ja, das warst du sowieso schon immer, ja. ja, und dementsprechend halt dann steige ich halt in den Wagen ein. Wahrscheinlich begeistert, ob des Innenlebens. Also ich schätze mal, der ist sehr gepflegt, so sehr. Ja, es riecht so nach neuem Auto. Also man riecht das Leder, der Sitze noch und das Plastik. Mhm. Ja, ich meine, Bruce ist ja auch schon seit 4 Jahren in dieser kleinen, ominösen Stadt und hat das Taxi auch quasi schon so bekommen, wie es vorgefunden hat. Also nach Qualm stinkend und Aschenbecher voll. Also, das ist eine ganz andere Welt, ja. Mhm. Und dann wird er wahrscheinlich so einen Moment erstmal so um das Lenkrad greifen und so, oh. Ja, das hat auch Lenkradheizung und so, ja. Das ist so. Ja, aber das ist ein bisschen too much, das würde dann ausschalten. Und dann, ja, schnell wie. Ich will den Guten ja auch nicht warten lassen. Mhm. Dann halt. Ja, also der Vorfahren und dann, ist halt sehr, sehr neuer schwarzer Mercedes mit verdunkelten Scheiben. Sehr gut. Ja. Sehr unauffällig. Und natürlich. Vor allem in der Kleinstadt ist das sehr unauffällig. Ja.
Gut. Ach, wichtigste Frage eigentlich. Dieser Jeep, der stand auch nicht mal vor dem Hotel, ne? Der die Türen so aufgebrochen hatte, meine ich. Nee, der war weg, ja. Der war schon weg, ne? Ja, okay. Der war weg, genau. Mhm. Gut, ja, fährst du vor. Mhm. Und, ja, und dann, ja. Da er das wahrscheinlich meinte mit vernünftigen Auftritt und so, mhm. würde er halt den Wagen vorfahren und dann halt wie so ein Chauffeur das halt nochmal so macht, ne? Also hat er ja mal einen Film gesehen, der Bruce, wo dann halt so Handbremse an und dann Tür aufmachen und so, bitte sehr, Mr. Benavas, Sir. Ja, er lächelt über beide Backen und steigt dann hinten ein. Ja, Bruce setzt auch so ein sehr, sehr ungekonntes Lächeln auf und zeigt quasi nur so die Zähne, so, ja, bitte, Sir. Dann deute ich, also mach ich auch noch so eine Geste dazu, so, bitte, bitte. Ja, wie gesagt, setzt sich hinten rein, setzt sich vorne wieder an den Fahrersitz. Gut, wir haben heute Abend zwei Dinge, die wir erledigen müssen. Was halten, ich würde fragen wollen, welches Sie denn meinen, was wir zuerst tun sollten. Also einmal müsste ich eine alte Freundin besuchen. Also nicht wirklich besuchen, eher nach ihr schauen. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich verstehe es so, ja. Und Nummer zwei? Das würde uns etwas aus der Stadt herausführen. Ich wette vor, mich einmal an der Grenze umzuschauen. Beim Grenzübergang. Umschauen, Sir? Ja. Er fragt mich nach. Gut. Ich, Bruce überlegt so einen Moment. Ich habe wohl gehört, man sollte eine Dame niemals warten lassen. Ah. Ja, sehr schön. Dann fahren wir zuerst zu der Dame. Haben Sie die Adresse, Sir? Ja, fahren Sie, kennen Sie diese alte Kirche hier in der Mitte der Stadt? Ja, genau. Ja, wir fahren an der Kirche vorbei und parken am besten einen Block von der Kirche aus entfernt. Gut, dann nehmen wir noch die 52. Sehr gut. Und währenddessen was auch immer. Sie wieder los. Ich kenne mich mit diesen Namen von den Straßen nicht aus. Ja, er kommentiert das nicht. Und fährt dann direkt los. Eine Frage, Mr. Warren. Warum nummeriert ihr Amerikaner die Straßen einfach nur ohne und gebt ihnen keine vernünftigen Namen? Nun ja, das ist kurz und knapp, Sir. Man kann es einfach so schnell rufen. Und um ehrlich zu sein, habe ich mich damit noch nie so richtig beschäftigt, Sir. Ah. Aber ich gehe davon aus. Gut. Vielleicht liegt es an den deutschen Einflüssen, Sir. Pragmatisch. An den deutschen Einflüsse. Deutsche Einwanderer und so? Ja. Möglicherweise. Die Deutschen. Kurz und pragmatisch. Ah. Wenn du in den Spiegel schaust, denkst du hinten, weil es also die Deutschen sagt, irgendwie so. Also okay. So einen merkwürdigen Gesichtsausdruck, so, den man schwer deuten kann, es könnte sowas sein von, ach ja, oder alternativ sowas von, Man kann es nicht so eine Mischung aus beidem. Ja, Osteuropäer halt und Deutsch ist aber so, Kommt auf an, wie alt er ist, Deswegen würde das auch erstmal schön unkommentiert gelassen, außer. Also generell würde Bruce, glaube ich, super wenig reden wollen, außer er wird direkt angesprochen. Und dann wäre halt nur so. Ja, das Problem ist, Mr. Pnava ist ein kleiner Chatter. Und versucht sehr viel Smalltalk mit dir zu treiben. Fragt dich, wie es denn zu Hause so ist, wie es denn der Familie geht und so. Ja, ich würde halt sagen, ne, Umzug ist aber geplant, dank Ihnen. Und, ja. Sie müssen mir die Rechnung noch zukommen lassen. Das werde ich machen. Ich werde diesbezüglich noch den Makler kommende Nacht telefonisch benachrichtigen. Besser ist immer persönlich, aber heutzutage geht ja alles mit diesen Telefonen. Genau. Normalerweise auch lieber, aber ich glaube, ab 22 Uhr ist er nicht mehr anzutreffen. Ich wäre Ihnen verbunden, Mr. Warren, wenn Sie meinen Namen außen vor lassen würden. Natürlich.
Nee, lassen Sie sich die Rechnung geben und seien Sie gewiss, dass wenn Sie die an mich weiterleiten, dass das bezahlt wird. Sehr gut. Ich werde so machen. Hervorragend. Ich glaube, ich erkenne diese Straße. Wir sind fast da, nicht wahr? Ja, noch ungefähr anderthalb Minuten und dann wahrscheinlich schon so kurz dabei fährt, also man sieht wahrscheinlich schon so kurz diese Kirche und fahr dann irgendwann so links ab in so einem Block und dann hier soll es wahrscheinlich ganz gut sein. Einen Moment. Ja. Kurz Rückwärtsgang rein und dann halt, das ist halt so eine Seitenstraße, die kennen nicht so viele. Da sind auch nicht so viele Jugendliche, die so... So, darf man hier in diesen Hinterhof hereinfahren? Natürlich. Da, dort, an diesem Schild. Dort vorne steht's. Hier ist so ein abgerissenes, halb runtergehängtes Schild. Was... Oh. Amerikaner. Ja. Nun, jetzt beginnt der schwierige Teil des Abends. Rückt so ein bisschen so sein Gehrock zurecht. Nun, wir statten dieser Dame einen Besuch ab, ohne dass sie das unbedingt mitkriegen muss. Das heißt, ich werde mit ihnen jetzt zu dieser Kirche gehen und sie sollte sie nicht kennen, Mr. Warden. Deswegen schauen Sie einfach mal nach der Dame. Wie sieht die Dame aus? So? Sie ist eine schlanke Frau mit halblangen Haaren. Sie ist, meine ich, in dieser katholischen Einrichtung dort ziemlich schnell zu sehen. Um diese Zeit sollten da keine Gläubigen mehr herumsitzen. Okay. Und ich gehe da rein zur Frage nach der Dame und... Ja. Ihr Name ist Veronica. Veronica, okay. Guerrero. Sagt mir das irgendwas? Also sagt das Bruce irgendwas? Ja. Also ob er die generell schon mal gesehen hat oder so, vielleicht. Ist doch schon länger da. Wie viel interessiert sich Bruce für Politik? Wir haben den Namen erwähnt. Ja. Nur ob er die, also, ne. Wie viel interessiert sich Bruce für Politik? Das ist ein Gesichtswürfel, Moment. Ist das die Antwort? Ach ja, okay. Er liest zumindest ab und zu Zeitungen, dann weißt du irgendwie, dass das vom aktuellen Bürgermeister irgendwie eine Mitarbeiterin von ihm ist. Und dann kommt ja auch noch halt der, so ähnlich, ja, hieß das, wie Veronica Guerrero, war das nicht irgendwie, die anderen hatten von dieser Dame erzählt. Ja, dann machst du ganz kurz Klick und er versucht sich das nicht anmerken zu lassen. Also, Mach mal einen Test wegen dem nicht anmerken lassen auf. Obwohl ist ja nicht egal. Er kennt sie auch so, aber okay. Manipulation und Performance. Performance? Ja. Ja, das kann Bruce besonders gut. Noch immer in einer. Ja. Sehr gut. Reicht ja. Okay. Also dir ist nicht sofort, also eventuell nicht sofort anzumerken, was du darüber denkst. Ja. Und das ist eine Mitarbeiterin des momentanen Bürgermeisters. Ja, richtig? Ja, in der Tat. Mr. Warren, da haben Sie eine richtige Information aufgeschnappt. Ah. Okay. Sehr gut. Dann, habe ja bereits geparkt. Und, was soll ich tun, wenn ich sie gefunden habe? Nun, sie unterhalten sich ein bisschen mit ihr. Und vielleicht fragen sie sie etwas nach dem Bürgermeister und nach ihrem Interesse, was sie meint, was denn sich ändern wird in der neuen Wahlperiode. Einfach ein bisschen Smalltalk betreiben, Mr. Warren. Ja, innerlich. Spielen Sie den Interessierten, wenn Sie wissen, was ich meine. Okay. Bruce nickt nur so ganz kurz so. Mit Frauen reden ist immer.
Ja, danke. Ja, und dann steigt er aus und er... Ja. Und lassen Sie sich nicht davon irritieren, dass diese Frau anscheinend in einer Kirche wohnt. Natürlich nicht, Sir. Und dann gehe ich einfach schnurstracks so los. Ja, torkelt dir hinterher. Wie so ein Pinguin. Ja, und wir wir gehen erstmal ein bisschen weg von Bruce zu den anderen, die ja zusammen die Kneipe verlassen. Was ist denn da so jetzt Gesprächsthema und Anliegen? Wahrscheinlich erstmal eine Zeit lang ein gespanntes Schweigen. Ja. Die Frage ist, wollen wir zuerst zurück irgendwie ins Hotel oder vielleicht in die Kanzlei, damit wir ungestört sind? Ist vielleicht besser. Manche Dinge sollte man vielleicht nicht auf der Straße besprechen. Ja. Wie groß ist denn dein Büro in der Kanzlei? Hat das Platz für uns alle gemütlich oder ja, lieber ein Hotel? Schon mal da. Stehen können wir sicherlich alle da. Sogar dann dicke. Fahren wir auch zu dir. Schlafen könnte man da vielleicht nur zu zweit, zu dritt. Außer man macht es sich und auf dem Boden gemütlich. Und ich spare mir jegliche dumme Blicke oder so. Das ist überhaupt nicht. Okay. Das heißt, wir teilen uns auf unsere Gefährte auf und fahren alle. Ich glaube nicht, dass ich ein Gefährt habe. Ich glaube, ich muss ein Taxi rufen. Außer es nimmt dich jemand mit. Ach nein, du hast ein Mofa, ne? Ich habe ein Mofa, ja. Aber da ist wahrscheinlich John hinten drauf. Ah. Außer John möchte zu dem Rest seines Klüngels in den Wagen. Also ich setze mich auf den Fahrersitz und warte, dass jemand hinten drauf steigt. Weil ich zählen kann und weiß, dass es ansonsten knapp wird. Ach, ich glaube, John und der Dicke würden Xeher auch gerne auf die Rückbank nehmen. Ich würde an der Stelle ganz gerne sagen, ist es okay, wenn du mich mitnimmst? Ich habe keinen fahrbaren Untersatz. Naja, steig auf. Dann steige ich auf. Regeln kennst du ja, vorletzte Mal. Keinen fahrbaren Untersatz. Mein Job. Ich setze mich quasi so breitbeinig drauf, so, mach so. Und dann, ja, aber so hinter Rücken. Warte mal, hat der Dicke für euch nicht ein Auto geknackt? Ja. Oh, echt? Ja, doch. Ja, ja, also, er soll ein Auto beschaffen. Ach so, geknackt, ja. Fest eingeschlagen. Ja, genau. Ich glaube, darin möchte ich nicht wieder in der Gegend von meinem... Nee. Das kann der Dicke gerne fahren. Ohne mich. Ohne mich. Das war die sehr subtile Art und Weise. Hast du nur einen Auftrag gegeben? Ja, das ist. Ich habe damals schon gesagt, das ist absolut mein Fehler. Ja. Gar keine Frage. Ich habe unklare Anweisungen gegeben. Das ist wie mit dem Genie und der Lampe. Wenn du dran reibst und sagst, was Doofes, dann kann auch mal was Doofes rauskommen. Ja, John geht zu Isaiah rüber und flüstert ihm so ins Ohr: Junge, Anstand, Manspreading und so. Grinst sich und dreht sich um und setzt sich in den Truck. Entschuldigung, ich möchte gerne wissen, wer hört denn das alles außer mir? Er hat ja ins Ohr geflüstert. Ich muss so ein bisschen machen. Ja, wenn du so unfreiwillig, weil eigentlich mag ich den nicht, eigentlich finde ich den echt nicht witzig, aber okay. Der war gut. Der war schon ganz gut. Vielleicht werdet ihr doch noch Freunde, ihr hattet nur einen schlechten Start. Hashtag Jackpot. Okay. Alles gut. Ich sitze da breitbeinig hinter dir. Ich fahr halt. Los. Ja. Keine Ahnung, ob die anderen mir hinterherfahren oder ob ich denen hinterherfahre, mir egal. Macht auch keinen richtigen Unterschied, ihr trefft euch. Außer du hast irgendeinen Crash für uns geplant, wo es wichtig wäre, in was so einer Reihenfolge. Nein, okay. Ich hab allerdings noch eine Frage, also während wir fahren, kannst du mich hören, wenn ich mit dir rede schon, ne?
bin ja hinten bei jemandem auf dem Motorrad mitgefahren. Kann man da reden? Geht das? Müsste schon lauter reden, aber ja, es geht. Ja gut, das ist nichts für uns Ohrschreien, alles gut. Dann verschieben wir das auch später. Du! Wie stellst du denn uns sowas gerade? Ja. Die Frage. Wie steht's mit unserer Maskerade? Das ist die Frage, ja. Ja, dann kommt hier an im Büro von Ice her. Ja. Macht es euch da gemütlich. Der Dicke stellt sich in die Ecke vor den Schirmständer. Ich setze mich auf den Schreibtisch. Da wollte ich mich auch hinsetzen. Also sitzen wir beide zusammen auf dem Schreibtisch. Der Schreibtisch ist gerade breit genug. Am besten dann auch noch simultan Beine überschlagen. Als das passiert, ich stehe quasi neben Andrew mit Rücken zur Tür quasi, sind gerade reingekommen, gucken wir uns gerade gleichzeitig so zur Seite an. Ich gucke auf die Mädels, ich gucke zu John rüber. Aha, okay. während ich dann so die ersten paar Schritte in den Raum mache, sag ich. Gut, dann haben wir zumindest schon mal eine Chance, Anna in den nächsten paar Stunden oder spätestens morgen zu sehen. Ich denke, wir sollten uns auf jeden Fall um die anderen Sachen kümmern. Ich denke, wir haben noch nicht genug getan, um diesen Wahlkampf zu beschleunigen. Und ich denke, das sollten wir zu einer Priorität machen. Ja, ich bin auch der Meinung, dass wir uns erstmal damit befassen sollen. Vorher aber noch eine Frage, und während ich so quasi durch den Raum gehe, drehe ich mich genau in dem Moment quasi um zu Sam. Kann es sein, dass du mich nicht leiden kannst? Es geht. Nach den Erfahrungen mit der zweiten Inquisition bin ich einfach vorsichtig, wenn Leute sich so übermäßig für einen interessieren, und du warst schon ein bisschen aufdringlich auf dieser Wohltätigkeitsveranstaltung. Aber sagen wir mal, dass ich nicht zur zweiten Inquisition gehöre, das ist ja wohl hinreichend evident geworden. Naja, ich meine, die Camarilla hier hat auch einen Vampir an die zweite Inquisition verschachert, also... Und dass hier mit der Camarilla einiges im Argen liegt, das will ich ja gar nicht bestreiten. Das ist noch sehr nett ausgedrückt. New York hat auch jeglichen Kontakt zu diesem Nest verloren. Was meinst du, warum ich hier bin? Ach, du kommst ursprünglich aus New York. Interessant. Ich mach so diesen... aus der besten Stadt der Welt. Und auch aus einer der dreckigsten Städte der Welt. Passt. Wir waren jetzt längere Zeit auf der Flucht. Du musst einfach verstehen, dass ich sehr vorsichtig geworden bin. Ja, sicher. Gut. Ich denke, wir können trotzdem langfristig zusammenarbeiten. Ich nick Andrew so zu. Also, jetzt, wo ich mit ihr geredet habe und mit dir geredet habe, ist das alles geklärt. Also hast du vor, auch hier zu bleiben? Hier zu bleiben? Ich bin erstmal hier. Und du weißt, unsere Welt denkt nicht in Jahren oder Monaten. Ja. Ich werde wahrscheinlich noch eine verdammt lange Zeit hier sein. Mindestens. Schön. Kriegt so einen Seitenblick zu John und dem Dicken. Danach erst mit einer kleinen Verzögerung zu Samantha. Und dann mit einer noch größeren Verzögerung zu Dr. Angel. Worüber habt ihr alle geredet, dass ich das nicht mitbekommen habe? Seid ihr irgendwann beste Freunde geworden, als ich nicht aufgepasst habe? Wir sind ein Klüngel. Ja. Gut. Man sieht, wie ich so ein bisschen komisch hin und her gucke. Nichtsdestotrotz. Okay. Ich denke, wir sollten nur schauen, dass wir... Ja. Dass wir noch irgendwas für die Wahl tun. Ich habe ein Zeitungsabonnement
und werde mal die Zeitung von vor ungefähr 18 Stunden aus dem Briefkasten poolen. Mhm. Ja, denn deine Aktion hat natürlich schon in der Presse Spuren hinterlassen. Mhm. Ja, es ist ja schwierig, den Kandidaten zu einem Statement zu bekommen, was denn da los gewesen ist im Wahlkampfbüro. Es wird von Unorganisation und es gibt Berichte darüber, dass man sich über die Wahlkampfstrategie nicht mehr einig ist und sowas. Ja, also es geht wohl drunter und drüber anscheinend. Aber so richtig, also da eine Titelseite war es ihn anscheinend nicht wert. Schade. Schade. Gut, dann drehe ich mich nochmal quasi zum Raum und sage, OT, ich bin mir nicht mehr 100% sicher, haben wir schon quasi unsere Informationen gepoolt, das, was quasi so passiert war? Weil, also, wir hatten ja im Grunde genommen, der Dicke und ich haben uns getroffen, dann sind wir zum Trailerpark gefahren, dann ist es richtig eskaliert und ich glaube, dazwischen war gar nicht mehr so richtig Zeit, sich darüber zu unterhalten, was die Resultate eigentlich waren. Wir wissen noch nicht, was du da getan hast. Okay. Genau, ich gebe euch quasi die Kurzfassung und mokiere mich natürlich massiv darüber, dass in der Zeitung, obwohl ich denen die heißeste Story des Jahres gegeben habe, sich keine Sau dafür interessiert, was das für eine Unart sei. Und dann, in diesem totalen Chaossturm, kümmert sich keiner darum, das mal zu verbreiten. Was ist das für eine Presse hier? Auf Seite 1 ist übrigens eine Geschichte von einer mexikanischen Flüchtlingsfamilie, die behaupten, dass sie von ihrem Kind getrennt wurden und die Regierung jetzt beschuldigen, dass sie getrennt wurden von denen und dass sie in Lager gesteckt wurden und ja. Das ist die Frage, was können wir denn sinnvoll machen? Also wir könnten natürlich auch, dass sich jemand mal um den Zeitungsredakteur kümmert oder so, dass da vielleicht auch ein paar kritische Stimmen in der Zeitung erscheinen. Das ist eine gute Idee. Ich drehe mich noch mal ganz kurz zum Dicken um. Du hast dir die Familie vom unseren Konkurrenzkandidaten angeschaut, nicht wahr? Den Demokraten. Er nickt. Hast du irgendwas Spannendes rausbekommen? Was Verwertbares gegen den Kollegen? Nun, er ist anfällig. Nicht gut gesichert. Gegen was? Eingriffe. Er lebt sehr kopflos. Unbedacht. Okay. Offen. Naiv? Naiv. Vielleicht irgendwie manipulierbar, aber das ist nicht so meine Stärke. Ich hatte ja bei meinem Gespräch mit der Gang nichts herausgefunden, was uns wirklich hilft. Es scheint so, als würde der momentane Bürgermeister sich Schutzgeld abnehmen lassen. Dementsprechend haben die Autonomen hier auch nicht unbedingt irgendwie Interesse daran, irgendwie einzugreifen. Interessanterweise. Wie lange haben wir denn noch Zeit bis zu dieser Wahl? 4 Tage? Moment, ich gucke gerade mal nach. Wir haben begonnen am 21.10. und wir haben jetzt den 23.10. Habe ich eben 28. am Anfang gesagt, das ist der 23. 21. Ja, also okay. Wir sammeln jetzt den 23. und ihr hattet am 21. 7 Tage Zeit, also am 28. ist die Wahl. Also haben wir noch 5 Tage. Ja.
Ist die Frage, wie drastisch wir werden wollen. Ich denke, ich will mich so ein bisschen vor. Es macht keinen Sinn, den Bürgermeister direkt auszuschalten. Die haben mit Sicherheit einen Nachrückerkandidaten. Und das größte Problem ist vor allem, dass wenn ihm was passiert, dann wird es auf jeden Fall auf den momentanen Bürgermeister fallen, weil es wäre ein zu großer Zufall, wenn gerade bei so einer spannenden und geladenen Wahl plötzlich einer der Kandidaten wegfällt. Wie wäre es, wenn wir uns Zugang verschaffen zum Wahlmodus und den manipulieren? Von wem kommt das? Von John oder Andrew? Wie wird denn hier eigentlich gewählt? Ich muss zugeben, ich weiß gar nicht, wie hier gewählt wird. Ich würde gerne darauf würfeln, aber ich weiß, wie hier gewählt wird. Ja, ich sag jetzt einfach mal, es ist eine ganz normale Wahl, wie man die hier bei uns auch kennt. Mit einem Wahlbüro, wo die Leute Papier, halt Stift und Papier. Genau. Die Frage ist halt, es nutzt wahrscheinlich dann einfach ein Gremium, das alles auszählt manuell, ja? Ja, wahrscheinlich an verschiedenen Standorten. Ja. Aber wie irgendwo groß müssen ist, die Ergebnisse so, ja zusammengeräumt werden. Genau, das ist ja. Müssten wir, also können wir irgendwie herausfinden, wo die Wahlbüros, Städte, also wo die. Das sollte sich herausfinden wählen. Lassen. Ja, genau. Wie nennt man das? Sind das Wahlbüros, wo man wählen geht? Ja. Okay. Ja. Ich hatte gerade irgendwie so einen Brain-Lag. Genau, weil ich meine, so viele wird so eine kleine Stadt ja wahrscheinlich auch gar nicht haben. Wahrscheinlich. Ja, es ist halt eine Kleinstadt, also es sind schon so 20.000 Einwohner, ne? Also. Ja. Okay. Wahrscheinlich so 10, gut, das ist alles 5 bis 10 Wahlbüros wird es schon geben, mindestens. Okay. Ja, das hab ich auch geschätzt. Ja. Wird das elektronisch zusammengeführt? Das könnte ja, wobei, nein, wahrscheinlich nicht, ne? Ich weiß nicht, wie das läuft. Ich hatte es für gewagt, aber durchaus möglich, diese Wahl zu manipulieren. Die aktuellen Umfragen sind wahrscheinlich irgendwie so 48, 52 oder sowas? Ja. Für den neuen. Aber immer noch gegen uns, ja? Ja, für den neuen. Okay. Also nicht zu stark gegen unseren Kandidaten, dass es auffallen würde, wenn es dann doch knapp reicht. Ja. Und Andrew schaut so ein bisschen skeptisch, meint, eine Alternative wäre, den Gegenkandidaten so unter Druck zu setzen, dass er freiwillig aufgibt? Ja. Und was ist, wenn er damit sich irgendwo zur Polizei oder sowas geht? Und das dann zu einer großen Schlagzeile macht? Das gilt es dann zu verhindern. Ja. Ja. Wie gesagt, wie das mit den ganzen Manipulieren und sowas, das da bin ich ein wenig außen vor. Und der Mann hat eine politische Agenda. Er ist Politiker. Zumindest wird er wahrscheinlich daran gelegen sein, dass er seinen Ruf nicht verliert. Ich denke, darüber kann man ihn kriegen. Wir haben leider immer noch nichts gefunden. Das heißt, wir müssten irgendetwas anzetteln. Oder etwas inszenieren. Ich kompromittierende Fotos vielleicht. Kompromittierende Fotos sind stark. Ich denke, das ist gerade hier unten. Und ich gucke so ein bisschen abschätzend so. Die Prüderie ist immer noch eine starke Kraft hier unten. Das hörte ich auch. Ich denke mal, das lässt sich einrichten. Ich guck zu Andrew rüber. Schau ihn so an. Guck ich zu John.
Und du siehst auch eigentlich ziemlich gut aus, John. Vielen Dank. Vielleicht sollten wir ihm bis nachts einen kleinen Termin für ein Fototermin, einen kleinen Besuch für einen Fototermin ab, mit John ab, abstatten. Dieses Wort ist sehr schwierig. In meiner Verteidigung. Und John kann ihn auch dazu bringen, nachher alles abzustreiten, dass nichts passiert wäre. Kann ich das? Ich gucke so und ziehe eine Augenbraue hoch. Ist das so? Okay, cool. Meistens. Würdest du dich für so einen Fotojob hergeben, John? Warum nicht? Weiß nicht, ob das nicht eine Spur direkt zu dick aufgetragen ist, aber es würde auf jeden Fall einen Doppelskandal geben, ja? Einerseits, naja, er ist verheiratet. Ehebruch. Andererseits, naja. Ja. Der amerikanische Süden ist immer noch homophob genug, um das... Andererseits wird es dann definitiv darauf hinauslaufen, dass wir sehr viel Aufwand da reinstecken müssen, je nachdem, wie er denn drauf ist. Ich kenne den Mann ja nicht. Ich meine, ich sehe schon ziemlich gut aus. Aber naja, ich meine, theoretisch, wir fangen ihn ab, wir bringen ihn irgendwo hin. Was weiß ich, zum Beispiel Angela lockt ihn unter irgendeinem Vorwand in ein Auto. Du löst ihm danach das Gedächtnis und ich würde mit den Fotos mich mal um den Zeitungsredakteur kümmern und ihm das heiße Material zuspielen. Wie locken wir den... Noch besser wäre es, wenn der Fotograf denkt, der wäre selber auf die Idee gekommen. Das können wir machen. Weil es wird Fragen geben, wo sowas herkommt. Momentan wahrscheinlich sehr Beschäftigten. Ja gut, dann würde ich den Fotografen einfach, wir müssen nur einen Ort ausmachen, wo das Ganze passieren soll. Dann bringe ich den Fotografen dahin. Das Problem ist halt immer noch, wie kriegen wir den Bürgermeisterkandidaten, der jetzt in der letzten Phase wahrscheinlich sehr eingespannt und beschäftigt ist, dazu irgendwo hin mit uns zu kommen. Angela, du bist doch eine junge, aufstrebende Studentin in den Politikwissenschaften, die ganz dringend ein Interview mit dem heißen Kandidaten, der hier das Rennen machen wird, führen möchte. Ich habe das Gefühl, die junge Studentin würde dir besser zustehen als mir mit meinen Mitte 30. Die sieht man dir echt nicht an. Danke. Ich gerade sagen, das könntest du noch absolut hinkriegen. Aber ich glaube tatsächlich, dass das kleine Mädchen, was du besser spielen könntest, ja, das süße, unschuldige Studentchen besser funktionieren könnte als die Femme Fatale-Studentin. Ich denke, wir sollten uns außerdem überlegen, wir können den Mann wahrscheinlich, der hat mit Sicherheit ein Büro und der arbeitet mit Sicherheit diese nächsten paar Tage, auch noch späte Nächte. Davon ist dass wir ihn direkt im Büro besuchen? Einen kleinen Hausbesuch machen? Kleiner Hausbesuch. Wir müssen uns nur möglichst... Oder... Das Büro ist relativ offen. Okay. Wo liegt das Büro? Er hat wahrscheinlich was abseits von seinem Haus. Ich will nicht unbedingt... Ja. Seine ganzen... 60. Straße. Okay. Okay. Nahe dem Highway. Nahe dem Highway. Also. Angela, kannst du denn den Fotografen herlocken? Kann ich versuchen, ja. Genau. Angela besorgt einen Fotografen von der Zeitung. Aber wartet mal, wenn er sein Büro so offen hat,
Und da, wir könnten jetzt mal vorbeifahren und gucken, ob er um die Uhrzeit alleine im Büro arbeitet. Dann kann ich gerne die interessierte kleine Studentin spielen, die noch mit ihm sprechen möchte. Aber wenn er in seinem Büro ist, müssen wir ihn ja von dort gar nicht weglocken. Es ist doch viel schöner, wenn diese Fotos in seinem Büro Ja, inszeniert werden. genau. Das wollte das, Ja. wollt ich. Ich mag Büros. Ich auch. Komische Frage. Hat jemand harte Drogen? Ich Nicht bei meine, der wenn, Hand, dann kann aber man diesen Skandal auch vollständig machen. ich könnte mich wahrscheinlich im Krankenhaus einschleichen und entsprechend was besorgen. Könnte auch ich machen. Könnte wahrscheinlich sogar noch eine Unterschrift fälschen. Immerhin habe ich eine theoretische Doktor, eine Lizenz. Oder wir gehen zusammen. Ah. Ja, das ist eine Ah, gute müssen wir Idee. vielleicht überlegen. Was könnte man denn aus einer Apotheke herkriegen, was Wechselwirkung mäßig vielleicht? Bei Wir irgendwelche brauchen Opiate nichts. vielleicht? Wir brauchen nichts. Keine Ahnung. Mir ist völlig egal, wie das wirkt. Ich würde auch Mehl oder Backpulver nehmen. Oder einen Löffel Zucker aufgelöst über einer Kerzenflamme. Ich will nur, dass das auf den Fotos wirkt. Es geht hier um die Außenwirkung. Wusstet ihr, dass Hey, ich geschnupfte bin kein Muskatnuss Junkie. auch berauschende Wirkung hat? Naja, wir können ja Ah. was Richtiges besorgen, dass er auf den Fotos dann auch wirklich zu aussieht. Und was man ihm in den Schrank packen kann. Ich finde, ihm Drogen unterzuschieben ist schon wieder zu viel. Da schalten wir die Polizei ein und dann kriegen wir falsche Beweise. Das stimmt Nee. auch Ich wieder. meine, der Missbrauch von, es müssen ja nicht mal irgendwelche illegalen Drogen sein. Ich meine, der Missbrauch von sowas wie Antidepressiva ist auch weit verbreitet. Und wer weiß, er hatte ja viel Stress. Oder andere Beruhigungsmittel. Gibt da ja einiges, was man nur auf Doktor verschreiben nehmen Okay. kann. Was man sich aber auch illegal besorgen kann, was ja in so Stressphasen durchaus immer mal wieder vorkommt. Okay, Zusammenfassung. Wir versuchen, den Typ in seinem Büro alleine zu erwischen. Wir versuchen, kompromittierende Fotos von ihm zu schießen mit Drogen und Sex. Und wir versuchen, ihn damit so dermaßen bei seiner eigenen Truppe runterzumachen, dass er diese Wahl quasi nicht mehr gewinnen kann. Ist das der Plan? Habe ich irgendwas vergessen? Ich gucke nochmal so in die Runde. Naja, der ist nicht. Also ja, wir könnten ihn bei seiner Truppe damit, oder wir könnten die Fotos auch machen, ihm die geben, einen Abzug und sagen, wenn du weiter antrittst, dann geht das raus. Das finde ich ist noch eine viel, viel bessere Idee. Ja. Ich denke, das ist der Hebel, den wir benutzen sollen. Ja. Also, dann doch eigene Fotos schießen oder wie? Ja, sicher, eigene Fotos schießen. Wir schießen Fotos von dem Kollegen. Heißt, irgendeiner von uns muss sich noch eine Kamera besorgen. Ja. Ja. Ich gehe eine Kamera kaufen. Ist aber jetzt ein bisschen spät, Jetzt ist es ein bisschen ne? spät, ja. Gibt es Amazon Next Day Lieferung? Garantiert. Ja, mit Sicherheit. Per Drohne. Ja, genau. Ich fahre meinen Computer hoch und bestelle mir eine Kamera. Na gut, zum Thema Sex. Wollen wir die Homophobie-Karte ausspielen oder wollen wir eins auf minderjähriges Mädchen machen? Was denkt ihr, was ist besser? Hey, beides. Tja, John, dann weißt du, dass es uns beide betrifft, ne? Minderjähriger John. Entschuldige, ich breche einfach voll im Lachen ab. John, du siehst gut aus, aber nicht so gut. Aber Bitte. beides wäre Warte, auch warte, warte, meine warte. Er sieht nicht Hypothese. gut genug aus, um ein Kind zu sein. Angela, du weißt, was ich meine. Er sieht nicht jung genug aus, Den um ein hast du Kind auf zu deinem sein. Mofa mitfahren lassen?
Ja, ich bereue es auch schon. Also, entschuldigt mal bitte. Ist schon gut. Wir gut. wissen, was du gemeint hast. Okay, okay. Mir gefällt dieser Plan immer mehr. Beides. Beides, gut. Je mehr Druck, desto mehr Druck. Je länger der Hebel, desto größer die... Wie hat schon Archimedes gesagt, gib mir einen Punkt, auf dem ich stehen kann und einen ausreichend langen Hebel und ich hebe die Welt aus den Fugen. Okay. Whatever. Die Kamera ist bestellt. Es gibt sogar kein Geräusch. Dann sollten wir vielleicht trotzdem mal bei seinem Büro vorbeischauen, um zu gucken, wie da die Lage um diese Uhrzeit ist, wie viele Leute da sind. Ja, sehr gut. Machen wir. Und wir könnten vor allen Dingen auch noch gucken, von wo man am besten Fotos schießen könnte, ob es irgendwelche schönen Fenster gibt, wo man durchkommen könnte. Angela, würdest du dann vielleicht, ich würde mich um sein Büro kümmern. Er hat große Fenster im Büro. Würdest du vielleicht ein paar Benzodiazepine besorgen? Ja, das kriege ich hin. Ah ja, genau, wie Mondschatten mich gerade darauf hinweist, das Päckchen darf natürlich auf meiner Haustürschwelle abgelegt werden. Bei der Nachbarin abgeben ist ja nicht mehr. Die wohnt wesentlich weiter weg. Okay? Gut, dann habt ihr euch jetzt erstmal was vorgenommen. Wir schwenken wieder herüber zu Bruce, der die Kirche betritt. Ja, so schon sehr zögerlich. Drückt er, also ich schätze mal, die Türen sind erstmal zu. So spät nachts um Mitternacht. Schiebt die so ganz langsam auf und guckt mal, ob da irgendwo Licht brennt. Ja, es sind halt im Eingangsbereich, die brennen so ein paar kleine Kerzen in so einer Gebetsnische. Ansonsten, auch noch die Kerzen im Altarbereich sind an. Ansonsten halt eine heruntergedimmte Lampenfasson an den Seiten, was so ein leicht schummriges Licht macht. Ja, wie gesagt, dann tritt er so einen Schritt ein, schaut sich erstmal kurz um und schaut, ob sie irgendwie schon zu sehen ist. Und wenn nicht, dann... keiner da. Also dann geht er erstmal so ein paar Schritte rein, schaut so nach links und nach rechts, guckt so nach oben. Und dann geht er mal nach vorne zum Altar. Also da, wo er diesen Raum vermutet, den er beschrieben bekommen hat. Und dann... da wird ja wahrscheinlich irgendwie so, irgendwo so eine Tür sein. Ja, also kurz bevor du halt überhaupt in Richtung Altar ankommst, kommt hier schon ein Mann mit einem ziemlich schief sitzenden Anzug entgegen. Guten Abend, kann ich Ihnen helfen? Guten Abend. Ich habe gehört, hier soll Miss Guerrero wohnen. Ich wollte Sie ein paar Sachen fragen, wegen der Wahl. Ah. Und so. Ich habe, es tut mir wirklich leid wegen der Uhrzeit, aber ich habe irgendwie gehört, dass sie hier irgendwie wohnt. Stimmt das? Oder ist das nur ein Gerücht? Nun, das ist ein Haus Gottes, Mr. Dann nennen Sie mich Bruce. Bruce. Naja, ich komme gerade von der Arbeit, deswegen habe ich auch noch das hier an. Und er guckt so an sich runter und es tut mir leid, aber falls sie hier ist, könnte ich sie vielleicht sprechen? Ich bin ja, also ist ja nicht mehr so lange. Ja, noch 4 Tage, 5 Tage und ich wollte mal so wissen, wie es so steht mit der Wahl, weil ich habe, ein bisschen Bedenken dabei und wollte mich so ein bisschen informieren. Sie wissen schon. Also gehe ich jetzt vielleicht zu dieser Dame, wenn sie denn hier wohnt, und sage, ein Herr Bruce ist hier und möchte etwas über die Wahl wissen. Ja,
Wenn Sie wollen. Ja. Nun ja, ja, also erstmal können Sie ja in meinem Namen, falls sie denn da ist, mich entschuldigen, dass es so spät ist. Aber ich habe jetzt erst frei bekommen. Ich bin Taxifahrer eigentlich, aber habe jetzt vorher frei bekommen, war auf einer Feier und das ist alles irgendwie, das ist alles ein bisschen bescheiden gelaufen, wissen Sie. Und ich wollte eigentlich schon früher kommen, aber ja, Taxifahrer sein ist. Ja, nein, ich will nicht fluchen, deswegen sag lieber nichts. Guckt sie nach oben und zum Altar. Aber das wäre sehr, sehr freundlich von Ihnen, wenn Sie das machen könnten. Für so einen kleinen Ausblick. Also, meinerseits, Sie wissen schon. Ausblick. Na ja, auf die Wahl und wie das so läuft. Also, ich habe jetzt halt was in der Zeitung gelesen und so und von dem Gegenkandidaten und wie das so. Naja, was so passieren wird. Halt. Weil, ich sag mal so, jetzt war ja das Ding mit dem, also schon ist ja schon ein bisschen länger her, mit diesem Konzert im Park und so und oder das war im Park irgendwie, und in dem Trailerpark oder? Ja, nicht im Trailerpark, aber ja. Aber in einem Park. Ja. Da war ja das Ding mit dem Parken, das sah ja zuerst so ein bisschen aus, aber jetzt mit diesem Wahlstreik und so, es interessiert mich einfach nur, wissen Sie? Ich meine, verstehen Sie das? So, also ich bin da wirklich sehr drin interessiert. Und, Mr. Ja. Bruce, setzen Sie sich einfach erstmal. Einfach dahin? Und, klar. Fahren Sie vielleicht einen Gang runter. Ja. Ich will auch nicht lange stören. Also wirklich nicht. Es hat mich nur interessiert. Ja, also. Und er macht so ein bisschen auch nervös und tut es dann wieder hinsetzen. Wartet kurz, bis du dich gesetzt hast. Dreht dann auf dem Absatz um und verschwindet wieder in so einer Seitentür. Und sitzt erstmal alleine wieder da. Bruce ist so innerlich am Schütteln, so, ach, das wird doch nix. Ach, Mann. Ja, und dann guckt er sich halt irgendwie so ein bisschen um, weil er hat, also Bruce hat ja vor allem sein ganzes Vorwissen über Vampire aus Film. Und Heiliges und so und Kirche ist ja dann eigentlich eher nicht so gut. Mhm. Gerade wenn man so diese tollen Van Helsing-Filme gesehen hat, aller Kreuz und so. Mhm. Er guckt so ein bisschen, also wahrscheinlich wird er irgendwo ein Kreuz sehen oder mehrere Kreuze und guckt sich das so an und fühlt so ein bisschen in sich rein, ob er sich irgendwie jetzt schlecht fühlt oder so oder von innen verbrennt oder so. Ja, weiß ich nicht, sag du es mir. Nee. Ich glaub da ja nicht dran. Aber er guckt auch so rum, ob da so ein Becken ist mit so Weihwasser und dann überlegt er da mal hinzugehen, zu gucken. Mhm. Und lässt das dann aber sein und steht einfach nur, steht einfach nur auf und guckt sich noch so ein bisschen um irgendwie, schnell so ein bisschen rum und probiert halt auch Zeit totzuschlagen. Es ist für Bruce ziemlich unangenehm, vor allem das mit dem Mann vorher. Ja. Es dauert irgendwie so 10 Minuten. Dann geht die Tür wieder auf. Mal eine andere Sache. Ja. Der Herr Pnava. Ja. Als ich in die Kirche eingetreten bin. Ja, stand er am Rand des Grundstücks der Kirche und hat dich beobachtet. Ah, okay. Ich dachte irgendwie, der wäre weg oder so. Okay, dann ist gut. Mhm. Ja, wenn dann die Tür aufgeht, dann. Der wird wahrscheinlich so um die Bänke herumgelaufen sein, dann setzt er sich hin wie so ein Schulkind, was halt noch im Klassenraum rumläuft und der Lehrer kommt auf einmal rein. Dann, Ja, also es betritt eine junge Frau, die den Altarraum vor dir mit langen, also schulterlangen Haaren, ist schwer abzuschätzen bei ihrer Frisur, weil sie trägt die Haare so streng nach hinten. Man sieht, dass sie so zwei Zöpfe gebunden hat, sehr, sehr drastisch zusammengebunden und hinten so als so eine Art Dutt oder sowas zusammengemacht. Könnte schon irgendwie passen, sieht sehr, also
Wenn das eine Wahlhelferin ist, sieht sie sehr jung aus. Mhm. Aber trägt so einen Anzug für Frauen, also so eine Andrette-Kleidung. Kostüm, ja, nennt man das, glaube ich. Kann man sagen. Dann haben wir quasi Partnerlook. Ja. Also optisch passt hier ganz gut zusammen, ja, gerade jetzt. Ja, ja, hat so eine leichte Cremefarbe, das Outfit. Okay. Ja, dann wird Bru schon so aufstehen. So, dann sind Sie wohl Frau Guerrero, richtig? Richtig? Oh, Entschuldigung. Sie müssen Bruce sein. Ja, tut mir leid, ich wollte nicht unhöflich Kennen sein. Kennen wir uns, dann, Bruce? Nee, ich habe nur, der guckt so ein bisschen verlegen auf den Mund, ich habe nur von Freunden und Bekannten gehört, dass man sie hier treffen kann und nun ja, ich habe diesen Artikel in der Zeitung gelesen und so und ich weiß, es ist ziemlich spät. Ich entschuldige mich auch sehr dafür, aber naja, ich bin halt an der Wahl sehr interessiert und so und ich wollte halt wissen, wie so steht und so. Und ja, man hat gesagt, man findet sie hier und Kirche ist ja immer offen und dann dachte ich mal, ich schnell rein und ich wollte nicht unhöflich sein, tut mir leid. Wer hat dir denn erzählt, dass ich hier bin? Bekannte von mir. Die meinten, man würde sie hier treffen. Ist das so? Mhm. Und er nickt so? Oder sind sie nur zufällig hier? Dann tut mir das sehr, 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 sehr leid, aber. Schaut sich so ein bisschen um? Ich weiß, es ist ungewöhnlich. Ich fand das auch komisch. Kneift so ein bisschen die Augen zusammen. Fragen Sie mich mal. Bin noch nie um Mitternacht in eine Kirche gegangen. Bin wohl egal. Es schadet nicht, sich im Gebet zu vertiefen, nicht wahr? Ja, es würde nicht schaden, ja. Deswegen bin ich auch hier. Ich muss ja für unseren zukünftigen und jetzt antierenden Bürgermeister beim großen Chef ein Wort einlegen, nicht wahr? Das ist eine gute Idee. Ja, ich, das stimmt. Aber da sind wir gerade perfekt beim Thema. Und ich würde so einen Schritt vielleicht näher kommen oder so, aber jetzt nicht irgendwie unangenehm, irgendwie in ihrer Personal Space. Da war ja diese Sache. Ich habe es in der Zeitung, Seite 3 war das ja heute, und dann irgendwie haben sie da, also, was werden sie jetzt damit machen? Also, ich meine. Womit machen sie das? Das klang ja sehr, sehr. Ja, mit der Situation, das war ja. War schon da nochmal drin, die haben aufgehört, irgendwie Werbung zu machen, die Wahlhelfer und so, oder? Ich meine, ja. Das muss man doch ausnutzen. Ich meine, ich habe. Ja, das Chaos bei der Gegenpartei ist doch. Aber doch abzusehen, oder nicht? Ich meine, klar, für mich schon. Ich hab ja ihn auch schon gewählt, aber ich meine, ich hab im Internet geschaut und so. Ich meine, ja klar, man darf nicht jeder Seite vertrauen und so, aber das sah ja zwischenzeitlich gar nicht so gut aus. Vor allem mit diesem, ich will es gar nicht ansprechen eigentlich, aber ich trete noch so einen Schritt näher. Mit der Sache mit dem Park und so. Ah. Sie wissen. Ja. Ich habe ja auch nur stümperhafte Informationen darüber, aber das sah ja nicht so gut aus. Ja, das stimmt. Aber wir geben unseren Fehler ja auch offen zu und das ist auch, glaube ich, echt gut gewesen. Sonst wäre es noch ein bisschen kritischer. Aber ich wollte fragen, was denn jetzt so, also wie denn jetzt so der Stand ist. Man ist ja auch nicht mehr lang. Ist ja schon quasi in 4 Tagen, oder? Mhm. Also. Ja. Ich wollte noch fragen, wenn Sie mich fragen, sieht durchaus gut aus. Wir haben alles im Griff, Mr. Bruce. Machen Sie sich keine Sorgen. Ja, weil das mit den Demokraten, das darf nicht anfangen. Ich meine, Gott hab ihn selig, haben wir immerhin wieder einen Republikaner oben und so. Das macht doch mal einen Check auf Charisma und Subterfuge. Um Himmels Willen. Subterfuge? Das ist ja quasi Bruce's Haupttalent. Ja.
Kann ich irgendwas ausgeben wie Willenskraft oder so, damit ich das boosten kann? Ja, du kannst das Tier in dir natürlich provozieren, dann kriegst du einen Würfel mehr. Ja, das muss ich auf jeden Fall tun. Das ist ein Rouse-Check, ne? Ja. Bruce greift tief in in sein Inneres und befiehlt seinem inneren Dämon, ihn zu unterstützen, und der Hunger steigt in ihm. Mhm. Aber du bekommst einen extra Würfel. Ja, damit haben sich meine Würfel quasi verdoppelt. Juhu, eine 10. Yay. Oh, immerhin. Ja, welche ist denn die 10? Ist das der ist ein Hungerwürfel, weil du hast ja wahrscheinlich, du hast Hunger 2 auf jeden Fall. Ich habe Hunger 2, ja. Ja, gut, dass es kein Crit war. Dass es kein Crit war. Na, ist schon ganz gut so. Ja, gut. Also, ja. Ein Erfolg hast du gehabt. Ja, du tauscht mit diesem einen Erfolg noch so die ein oder andere Floskel aus. Es fällt dir sichtlich schwer, Smalltalk zu dieser unbekannten Person zu treiben. Dann auch noch eine Frau. Das ist besonders gut. Ja, und irgendwann so, du versuchst es halt alles künstlich in die Länge zu ziehen, aber irgendwann meint Mr. Bruce, ich habe noch zu tun, es ist spät. Ich habe Familie. Ja, beten Sie ruhig weiter. Ich meine, ich wollte sie auch eigentlich überhaupt nicht lange aufhalten und so. Haben Sie noch etwas Wichtiges, was ich Ihnen noch beruhigend mit auf den Weg geben kann? Ansonsten würde ich... Naja, vielleicht so eine genaue Zahl oder so, aber sonst... Das war jetzt schon ziemlich gut, muss ich sagen. Also ich habe mich jetzt schon so ein bisschen beruhigt. Ja, warten Sie kurz. Geht kurz in die Sakristei, kommt wieder und gibt dir so einen Schreibblock und einen Kugelschreiber mit dem... Initialen der Partei und drückt dir das in die Hand. Danke, dass Sie uns wählen. Oh, danke schön. Dann nehme ich den unfassbar gekünstelten Danken dann. Und, danke. Ich gehe jetzt auch und so. Und dann, ja. Mache ich mich auch aus der Kirche. Ja, verlässt die Kirche und gehst wieder raus in den Regen. Und schaust dich um, weil ihr habt ja einen Block weiter weggeparkt. Mr. Pranava kannst du nirgendwo sehen, also er steht nicht mehr da, wo du ihn das letzte Mal gesehen hast. Das ist auch ein bisschen gut, das wäre ein bisschen creepy, aber ja. Ja, dann stopft er sich das halt, also diesen Zettel irgendwo so in die Manteltasche, also in die Anzugtasche, und hat halt wahrscheinlich schon vorher den Regenschirm und so aufgemacht. Wahrscheinlich viel, viel zu kleinen Schirm für diesen viel zu großen Mann. Ja, geht so ein bisschen um die Ecke, dann auch wirklich um die Ecke des Blocks. Und wenn da irgendwo eine Überdachung ist, dann lehnt er sich da erstmal mit dem Anzug gegen so, und sackt so ein bisschen zusammen. Also nicht, dass der Anzug kaputt geht, aber ne, geht so ein bisschen zum Boden und sackst erstmal zusammen. Dann hörst du, und wie ist das gelaufen, Mr. Warren? Steht neben dir. Auf seinen Gehstock gestützt. Ja. Bruce hat erstmal gar nichts im Krempel und krempelt so wieder die Taschen frei und holt diesen Zettel raus. Vielen Dank, dass Sie uns wählen, und ich zeige euch so diesen Zettel. Ich glaube, es war ganz passabel. Haben Sie das getan, was Sie getan wollten? Oh, ich habe gar nichts getan. Sie haben Mr. Warden. Na ja, klar. Er ist noch so ein bisschen gedamaged. Aber anscheinend, wenn Sie den Block bekommen haben, haben Sie einiges gut gemacht. Er hält so diesen Zettel in der Hand und guckt da drauf. Sie können ihn behalten. Danke sehr. Es stellt ihn sich so ein bisschen. Ich bin äußerst zufrieden mit Ihnen, Mr. Warren. Ja. Wollen wir etwas zum Auto gehen und die zweite Aufgabe für heute Abend erledigen? Ja. Und der steht wieder auf und geht sich immer so über die Hose, die vielleicht ein bisschen dreckig ist. Und ja, genau. Wollen wir erst zu einer Reinigung fahren? Er guckt dich so an. Das passt doch, oder? Nein, ist okay. Es geht auch so.
ich streife sie halt so ganz grob ab und dann würde ich mich halt in den Wagen setzen. Ja. Ja, wie gesagt, der Wagen ist ja noch ein bisschen weiter weg. Du bist ja irgendwie. Ja. Aber gut, dann setzt ihr euch wieder in den Wagen und wir gehen wieder rüber zu den anderen. Und ja. Was macht jetzt wer? Heute Abend noch. Bist gemutet, glaube ich, Lilio. Richtig. Ich versuche, eine noch offene Notfallapotheke oder sowas zu finden. Davon muss es ja immer eine geben. Mhm. Und würde dort relativ dringend nach, was hatten wir gesagt, Diazepam fragen, aufgrund einer Panikattacke. Mhm. Und würde dann auch meine Doktorenkarte ausspielen, ein Blöckchen auch vorzeigen, wo ich dann auch alles richtig schön eintrage. Mhm. Damit auch alles seine Richtigkeit hat und richtig gut schön abgebucht werden kann und alles. Und würde dann, wie gesagt, eine Packung Diazepam zu oraler Anwendung besorgen. Okay. Man macht mal Manipulationen und Performance. Okay. Manipulation, Performance. Oder noch besser wäre, glaube ich, Manipulation und Medizin. Okay, dann machen wir das so. Das gefällt mir tatsächlich auch besser. Dachte ich mir. ja, das sind dann nämlich 5 Würfel. Das sind 2, 3 Erfolge. 3 Erfolge, genau. Ja. Okay. Ja, dann sollte dir das gelingen. Du bekommst die Sachen, die du anforderst. Mhm. Und anscheinend durchschaut auch keiner deine Tarnung. Ja. Ja. Was machen Samantha und Isaiah? Wir gehen mal zum Büro von dem Gegenkandidaten, würde ich vorschlagen. Genau. Mhm. Nehmt ihr noch wen mit oder geht ihr beide allein? Ich würde sagen, wir nehmen den Dicken mit. Können wir machen. Da komplimentieren wir uns gut. Wir sind der neue Klüngel. Der Dicke, ein Nosferatu, der Dicke, ein Toreador und ein Ventru. Perfekt, der neue Klüngel. So gekauft. Wo ist der große Unterschied zum Alten? Andere Ventru. Einen substanziell besseren Ventru. Wir müssen übrigens mal ganz kurz in unseren kleinen Chat gucken. Ich muss in den Eisen, mich gerade nicht offen, ja. Mhm. Ja. Ach so, ja, genau. Ja, mach. Ich schließe mich Samantha da völlig an. Gut, dann nehmt ihr den Dicken mit, der trottet euch hinterher. Ja. Was John und Andrew so machen wollen, weiß ich nicht. Die können auch mitkommen, wenn die nicht wollen, aber... Oder die bespaßen sich mal selber. Gut, dann... Bestimmt auch voll viel was wollt ihr denn da machen bei dem Büro? Vor allen Dingen wollen wir das erstmal uns angucken und schauen, dass wir... sicher gehen können, dass wir den in seinem Büro erwischen können, ohne dass da jetzt super viel Publikum noch ist, außer uns halt. Mhm. Ja. Der Dicke hat ja gemeint, da sind große Fenster, dass wir mal reingucken. Und wenn noch Leute da sind, dass wir uns vielleicht erstmal in der Gegend treiben, um vielleicht irgendwie ein Zeitfenster zu finden, wenn er wirklich alleine ist. Weil wenn seine Leute auch bis abends um 22:30 oder bis um 12 arbeiten und er danach noch 2 Stunden alleine in seinem Büro sitzt, wäre es natürlich eine gute Gelegenheit, erst dann um die Uhrzeit aufzuschlagen. Mhm. Genau. Na, die Zeit ist ja jetzt auch schon fortgeschritten. Es sieht so aus, als ob der immer zusammen mit so auch 2 anderen Mitarbeitern in dem kleinen Büro sitzt. Es ist so ein eingeschossiges kleines Häuschen mit großen Fenstern, die bis zum Boden gehen.
so ein Flachdach. Sieht so ein bisschen wie ein Bungalow aus. Dieses kleine Häuschen. Und ja, man sieht ihn halt durch große Fenster halt an seinem Schreibtisch sitzen und arbeiten. Und kann auch durch einen anderen Fensterbereich halt, beziehungsweise durch eine Glastür-Frontbereich, den abgetrennten Bereich, wo wahrscheinlich seine Sekretärin oder andere Mitarbeiter sitzen. Was es genau ist, wisst ihr jetzt auch nicht. Aber es hat auch nur drei Räume, so wie ihr das da überblicken könnt, dieses Ding. Was sind das für zwei Leute, die bei ihm sind? Das sind zwei, also Männer, Frauen. Zwei junge Frauen, die da sitzen. Also was heißt jung? Also die eine ist so vom Aussehen her so Ende 30 und die andere ist etwas jünger. Und ist so ein Scheiß, Ende 20 vielleicht. Okay. Die Fenster sind wahrscheinlich voll verglast. Das heißt, die kann man nicht einfach so... Das ist mehr so... Hier ist jetzt so eine Fensterfront oder mehr so, das könnte man von innen auch aufmachen und dann... Ja, man könnte die wahrscheinlich aufmachen, ja. Also es ist jetzt nicht komplett alles verglast, du sitzt jetzt nicht in so einem Glashaus, aber das sind halt große Fenster, die halt bis zum Boden gehen. Okay. Deswegen halt guten Einblick bieten. Es gibt wohl auch irgendwie Vorhänge, die kann man sehen auch so, aber die sind halt nicht zugezogen, die sind offen. Das heißt, man könnte von hier aus hat man im Grunde schon hervorragenden Blick auf den Typen und auf den Schreibtisch und alles. Was ja, also. Das Einzige, was du nicht sehen kannst, ist, was du auf dem Computer gerade guckt, weil der Computer halt so mit der anderen Seite zum Fenster steht. Achso, aber ich stehe dem jetzt nicht quasi so an Angesicht zu Angesicht gegenüber. So, wenn er hochgucken würde und ja. Also bei ihm drin ist Licht und bei dir draußen ja nicht. Also das heißt, wird relativ schlecht rausgucken können. Okay, ja. Dann bin ich ja hier relativ entspannt. Das heißt aber, man könnte wunderbar durch diese Fensterfront fotografieren. Ja. Okay, das ist ja schon mal eine gute Sache. Ich laufe noch ein bisschen um das Gebäude rum und gucke mir an, wer da noch so alles quasi drin sitzt und also die beiden Frauen, die sitzen mit ihm im Büro quasi. Nee, die sitzen halt in einem Vorzimmer. Okay, aber das kann man quasi auch von hier drin sehen, oder? Ja, das Bungalow hat so einen großen Glaseingang, so eine großen Glastür mit so einem Foyer aus Glas. Mhm. Und da kannst du halt groß durchgucken und dann siehst du halt in diesen Vorzimmerraum, da sitzen die beiden an so einem Schreibtisch. Okay. Ja, ich laufe mal ein bisschen quasi um das Gebäude rum und möchte sehen, ob da noch andere... Kannst du halt noch so einen dritten Raum hinten erkennen, der ein bisschen kleinere Fenster hat, wo auch die so Jalousien runtergezogen sind, wo es auch kein Licht brennt oder so. Also es muss noch einen dritten Raum geben, aber da kannst du jetzt nicht reingucken. Okay. Wahrscheinlich der Sanitärbereich. Ja. Wir können ja mal den Dicken fragen, wie lange denn die zwei Mädels da sind. Nachdem er ja das Ganze schon mal beobachtet hat. Beim letzten Mal sind sie mit ihm nach Hause. Also, sie sind nicht mit ihm nach Hause, aber sie sind nach Hause, als er gegangen ist. Weißt du noch, wann das war? Beim letzten Mal so gegen 1. Jetzt sind sie schon länger hier. Ja, wir haben wahrscheinlich noch viel Aufräumarbeit von dem kleinen Chaos, das wir veranstaltet haben, zu erledigen. Okay. Ja, man sieht jetzt auch, wie der vom Schreibtisch aufsteht und durch den Raum durchläuft und anscheinend telefoniert. Oh. Ich habe keinen Auswechsel, schade. Falsche Prioritäten gesetzt bei der Charaktererstellung. Ja, ich dachte. Naja, aber ich könnte mal versuchen zu lauschen. Das könntest du machen, ja. Ich vergesse immer, dass Toreador was haben. Nicht nur Toreador. Ja, aber bei denen vergesse ich es immer. Ich denke nur so, die haben Presence. Das war's. Ja, mehr nicht. Genau. Ja, ich würde mich mal ich muss
Ich sehe, wenn du gerade eine Idee hast, ich muss ganz kurz nachgucken, wie es geht. Alles klar. Wenn man da rein will, kann man einfach an der Tür klopfen quasi. Und dann. Ja, kannst du ja mal versuchen. Ja, nee. Ich möchte mich vielleicht nicht direkt unbeliebt machen. Ja, vor allen Dingen könnte dein Gesicht bekannt sein, je nach. Also. Ja, genau. Das ist vielleicht nicht so gut. Aber andere, genau, also wenn ich jetzt irgendwie da an die Tür, welche es da gibt, klopfe, dann bin ich in dem Vorzimmer bei den beiden Mädels oder bin ich dann quasi direkt bei ihnen? Ein bisschen im Vorzimmer bei den Mädels, ja. Okay. Ja gut, dann das reicht ja irgendwann schon zu wissen, weil dann kann ich quasi, wenn der Moment gekommen wäre, dann kann ich bei denen ja anklopfen und die beiden Mädels versuchen abzulenken und davon zu überzeugen, hey, wir haben genug gearbeitet für heute, lass uns feiern gehen oder sowas. Ah ja, so ist der Plan, okay. Und dann haben alle anderen freie Bahn. Aber ihr habt doch noch gar Okay. keine Kamera. Heute passiert gar Ach nichts. so, Wir gucken uns heute. im Moment nur um. Okay. Dice Pool wäre Wits and Resolve und das heißt Aspects Rating to all Perception Rolls. Heißt es, ganz kurz Wits and Resolve würfeln und den Wert dann zu den Perception Rolls? Nee, das, was du dann in Auspex hast, addierst du dann zu Perception. Okay, warum dann macht Dice Pool Wits and Resolve nicht so wirklich? Das brauchst du, um, hier steht ja unten, User must succeed on a Wits plus Resolve, Difficulty 3 or mehr. Roll to dampen senses in time, wenn es halt zu Ach, irgendwas. okay, gut. Ja, kapiert. Ja, dann ich würde mal im Schatten näher schleichen und versuchen, ob ich irgendwas hören Okay. kann. Da schleichst du also durch den Schatten und ja, mach's mal. Durch die Schatten schleichen. Wie machst du das denn? Ja, ich würde versuchen, jetzt nicht gerade in dem absoluten Lichtkegel von diesem Fenster. Ist das ein Vorgarten oder ist Ja, es... hat einen Vorgarten, ja. Schöne gerade geschnittene Blockhecken. Ein paar Blümchen, Rasen. Komm, so niedrige Hecken, oder? Weil sonst könnten wir Ja, nicht ungestört reingucken. genau, so, keine Ahnung, halben Meter hoch oder so. Ja, dann würde ich da eben versuchen, außerhalb des absoluten größten Lichtkegels drüber zu steigen und oder bedeckt die Fensterfront wirklich das kommt die komplette Gebäudeseite oder ist es gibt so einen kleinen Streifen? Nee, wie gesagt, das sind große Fenster, aber die sind nicht, machen nicht die ganze Front aus. Ja, dann mach mal Dexterity und Stealth. Um dich dann zu verstecken und über die Hecken rüber zu gehen und trotzdem nicht gesehen zu werden. Ah, sieht doch gut aus. Zwei Erfolge. Ja. Okay. So, mal so stehen. Und dann zum. Schleichst dich näher. Genau. Und dann würde ich mich mal darauf konzentrieren, was ich hören kann. Also Augen schließen und. Auf. Wits und Awareness. Ist denn das Rating ein Würfel mehr? Ja, oder? Auspex-Rating? Das, was hast du denn, wenn du auswächst? Eins Ah, oder zwei? eins. Dann einen Würfel Also mehr, ein genau. Würfel zusätzlich. Okay, das war. Genau. Zwei Erfolge. Zwei Erfolge. Okay.
Dann wirst du zwei Sachen mit deinen zwei Erfolgen hören. Einmal spricht der, also erstmal, also worüber der gerade telefoniert, der spricht gerade anscheinend mit irgendjemand von seiner Partei wahrscheinlich. Namen oder so, Name so fällt gerade nicht. Also schwer auszumachen, wer das da gerade ist. Auf jeden Fall eine männliche Stimme, würdest du schätzen. Und es geht, der ist ziemlich aufgebracht und es geht wohl um den Vorfall im Wahlbüro. Mhm. Da macht wohl Vorwürfe der anderen Person am Telefon und Also der Bürgermeister, der Bürgermeisterkandidat, dagegen, ja. Genau. Genau. Macht der anderen Person Vorwürfe. Ja. Gut. Ja. Und eine zweite Sache, die du dann hörst, ist, dass dann an der Tür klopft und er dann sehr abrupt das Gespräch beendet. Und dann eine von den beiden Mädels halt in das Büro hereinkommt, nachdem er hereingerufen hat. Mhm. Und dann kriegst du irgendwie mit, irgendwie so, ja, ist schon spät und sowas. Und dann sagt er irgendwie, ja, guck dann auf die Uhr. Wir müssen diese Sache jetzt aber noch klären. Und jetzt müssen wir das auslöffeln und ja, was die anderen verbockt haben. Und, ja. Wir müssen noch eine Stunde arbeiten oder so. Werden morgen wahrscheinlich dann früher Schluss machen können. Mhm. Wenn wir das heute noch hinkriegen. Okay. Dann würde ich mich wieder zurück zu Isaiah und dem Dicken machen, vorsichtig. Mhm. Ich würde kurz abwarten, bis es wieder still wird, wenn er sich voraussichtlich wieder auf seinen Computer konzentriert und nicht mehr mit irgendwem redet und deshalb nicht auf den Computer guckt. Ja. Also auf gut Glück einfach. Mhm. Gut, dann schleichst du zurück und teilst deine Erkenntnisse mit, wahrscheinlich. Ja. Und vor allem, dass wenn sie, also dass es wohl ganz gut eingeschlagen hat, die Aktion von Isaiah, dass es zumindest, auch wenn es in der Zeitung nicht so groß erwähnt wurde, wie er sich vielleicht erhofft hat, dass es dort durchaus Wellen geschlagen hat und der Gegenkandidat jetzt nicht gerade glücklich ist über dieses Chaos und dass wir für unseren Plan bedenken sollten, dass sie heute wohl noch einiges fertig machen wollen und deshalb länger bleiben, aber dafür morgen früher Feierabend. Also, dass wir dann vielleicht früher hier sein sollten. Alles klar. Ich denke, das können wir frühzeitig durchziehen, wenn wir merken, dass das Ganze auf den Weg machen können, wir zu lang. Genau. Okay. Schwenken wir wieder rüber zu Bruce. Ich fasse das mal ein bisschen zusammen, weil es wird nicht so viel, es wird schon was Interessantes passieren an sich, aber es ist jetzt nichts, was man großartig jetzt ausspielen müsste. Okay. Ihr fahrt halt zur Grenze, das ist ein ganz ordentliches Stück noch, also es ist jetzt nicht, also es ist eine halbe Stunde weg von der Stadt, also wenn ihr die Stadtgrenze verlasst, eine halbe Stunde durch die Wüste und ihr redet über belanglose Sachen irgendwie. Benava fragt ganz viel über Amerika und so und ja, so generell. Und er kommt an dem Grenzposten an. Vielleicht hat Bruce den sogar schon mal irgendwie gesehen oder so. Oder hat da schon mal eine Taxifahrt hingemacht oder so. Bestimmt. Oder von da weg. Wenn er 4 Jahre da ist. Ja. Sicherlich. Und Penava sagt, du sollst halt sitzen bleiben im Auto, steigt aus, geht halt zu den Grenzern hin und unterhält sich halt mit den Grenzern. Und jetzt die Frage halt, will Bruce dann auch irgendwas machen oder bleibst du einfach nur sitzen, wartest? Solange die nur reden, erstmal nicht, aber wird das halt schon interessiert beobachten. Mhm. Also sich aber jetzt irgendwie, keine Ahnung, nicht aussteigen oder so. Ja, siehst dann, natürlich die Lage eskaliert so. Siehst dann einmal, dass er auffällig halt
ja, Richtung Wüste schaut. Also so vom Grenzposten weg, so quasi ins Dunkel der Wüste reinguckt. Und dann auch irgendwie der Grenze halt so in die Richtung zeigt. Und er dann einfach so nickt. Und dann unterhalten die sich noch irgendwie 2 Minuten weiter. Dann zieht er so seinen Zylinder ein bisschen hoch und kommt halt dann zurück zum Auto. Hat Bruce Zeitung gelesen? Das ist jetzt, also, ich würde vielleicht mal so ein Gesichtsbild wieder machen. Weil, hat er gesagt, das war auf der ersten Seite, war das mit diesen verschwundenen Kindern, ne? Oder mit Kindern? Ja. Schade. Hat er nicht gelesen? Okay. Mhm. Ja. Na, dann alles in Ordnung soweit. Aber die ist egal. Die Scheiben beschlagen ähnlich, wir sind tot. Okay. Ja. Ich wollte gerade Klimaanlage machen, okay. Ja, vielleicht aus Gewohnheit. Ja, das kann sein. So. Außerdem hat das Auto eine Klimaanlage. Ja, das stimmt. Ja. Okay, und die nächste Aufgabe ist einfach nur zurückzufahren und dann, das war's dann für heute Abend. Mr. Warren, wir sehen uns morgen wieder. Sehr wohl, um dieselbe Zeit, Sir. Vielleicht etwas früher, um 1 Stunde vor Mitternacht. Sehr wohl, wie Sie wünschen. Holen Sie mich wieder bei dem Gebäude ab. Danke. Also bei dem Hotel, Sir? Ja. Okay. Dann fahre ich ihn ja wahrscheinlich noch dahin. Also ich schätze mal, da will er wieder abgesetzt werden. Dann steige ich natürlich Chauffeur-like aus und dann mache ich ihm natürlich auch die Tür auf. Und, bitte sehr. Ja, parken Sie den Wagen bitte noch in der Garage und geben den Schlüssel dann bitte an der Rezeption ab. Sehr gut, die Rezeption weiß Bescheid. Dann, in der Tat. Dann noch eine schöne restliche Nacht. Gute Nacht, Mr. Warren. Ja, ich nicke einmal und dann fahre ich den Wagen in die Garage. Und denken Sie an die Rechnung. Ich werde es machen, ja. Ja, dann fahre ich halt den Mercedes in die Garage und bevor ich dann aussteige und den Schlüssel abgebe, bleibe ich noch so kurz, vielleicht eine Minute sitzen oder so und bewege mich so ein bisschen im Sitz auf und ab und die Anlage nochmal aufdrehen. Nee, und halt nochmal so irgendwie mal so ein bisschen Knöpfe gucken und so. Und ja, freudig nickend irgendwie. Oh, nicht schlecht. Steig dann aus, schließ ab. Werde das dann halt abgeben soweit. Und dann mich auf die schöne Rückfahrt begeben, nachts mit den Öffentlichen zum Trailerpark. Ja. Obwohl, nee. Ich glaube, Bruce wird erstmal, ich glaube, das ist auch besser, dahin zu gehen. Geht erstmal zum Pub. Ja. Also zu seinem Stammpub. Okay. Was machst du da? Ja, ich würde halt erstmal gucken, ob denn da quasi meine Bekanntschaften da sind. Ja, also sind alle noch da. So. Ja, dann da geht gerade irgendwie, ja. Ja, es ist sonst nicht mehr, so also die übliche Stammkundschaft ist da und hält sich noch an dem letzten Bierfest wahrscheinlich. Ja, dann mache ich so ein bisschen die Tür, also ne, schwing die Tür so auf und habe wahrscheinlich die Mütze abgenommen und den Sakko ausgezogen und habe so über den Arm gelegt dann. Nabend! Und werde mich dann gezielt auf einen der Barhocker setzen. Oh! Ich bin fertig. Und ich gucke so ein bisschen die alte Lady an. Irgendwas Spannendes passiert? Oh, ich habe einen netten jungen Mann heute Abend kennengelernt und ihn in die Kanasterrunde eingeladen. Wie hast du das denn hingekriegt? Ich habe ihn gefragt. War sehr nett. Lady Knutzen, passen Sie da bitte auf. Ich meine, wir sind hier in Amerika. Ja. Und naja, wenn junge Männer was von alten Damen... Nein! Man weiß ja nie, es gibt da so ein paar echte... Ne? Rückt so ihr Haar so ein bisschen zurecht. Meinst du, er
Ich meine, sie haben schon Charisma, also ich meine. Ich meine, sie haben auch ein bisschen was, Also. Ich dachte, er wollte nur Kanasta spielen. Mag auch sein, aber. Ich bin es nicht mehr gewohnt, wie ihr junges Gemüse flirtet. Ah, jetzt sehe ich das in ganz anderen Augen. Ach, junges Gemüse. Hör mal, sie sind doch auch quasi erst Anfang 60. Oh, danke schön. Kein Problem, ich streichel ihr so über die Schulter. Aber wie gesagt, passen Sie da lieber auf. Ein Bier für Bruce. Ja, ich nicke freudig Karl zu. Mach so ein... Nein, aber wie gesagt... Hab ich dich. ja, und würde dann wahrscheinlich erstmal so die ein bisschen Smalltalken. Also wahrscheinlich nichts über Knabe auf einmal. Ja, ich meine, das ist ja jetzt seine gewohnte Umgebung. So. Das ist ja sein, sein Dojo quasi. Mhm, ja. Ja, und dann würde er halt irgendwie so ein bisschen erzählen, was er so. Also nicht, was er erlebt hat jetzt. Im Allgemeinen, aber dass er halt sich jetzt eine neue Wohnung zulegen kann, weil er jetzt halt nicht mehr in diesem verlausten, widerwärtigen Taxi-Ding arbeitet. Dass er sich, ich habe mir einen neuen Job gesucht und so und ja, deshalb sehe ich auch so aus. Nur mal so eine Frage, ich habe da ja keine Ahnung von. Steht mir das Hemd? So. Oh, hervorragend. Ach, danke. Hat das deine neue Freundin gekauft? Sie tut dir gut, sie tut dir gut, mein Junge. Ja, ich weiß. Ich hab, obwohl ich muss sagen, das habe ich mir selber gekauft, aber von selbst hättest du dir das letztes Jahr nicht gekauft. Nein, hätte ich mir auch nicht leisten können. Ich finde auch, dass du, so, wie gesagt, ich finde die Ärmel sind ein bisschen schick. Ja, ist ein bisschen, ja, aber kurz, oder? Muss das so? Und das ist. Naja. Du darfst nicht so. Deine Schultern nicht so verziehen. Ja, aber. Gerade sitzen, mein Junge, gerade sitzen. Ja, und so, er macht so. Künstelt so seinen Rücken gerade. Nee. Und er lässt dann wieder so Schultern hängen und Rücken locker und so. Was sagst du dazu, Boogie? Miau. Ja, ich strecke mal so die Hand nach Boogie aus. So. Ja. Miau. Streichel ihn so. Und wenn ich das ohne Rouse-Check machen würde, dann würde ich einmal so ein bisschen. Ich, je nachdem, wann ich morgen fertig bin, egal, ich muss los. Aber danke, dass du auf Boogie aufpasst. Und ich, leg ihr so einen Arm über die Schulter und will ich das bedeutet mir wirklich viel. Vielleicht erkläre ich dir nochmal warum. Aber momentan ist es ein bisschen stressig bei mir. Ich weiß, ich bin immer hier und habe ein offenes Ohr. Das weiß ich. Ich danke Ihnen. Und dann, also Bruce ist schon aufgestanden und dann drückt er sie einmal so und umarmt sie einmal kurz. Ich muss los, die Freundin und so. Und ich zwicker so einmal. Ja. So Richtung Karl und da Lady und dann mach ich mir auf den Weg nach Hause. Ja. Stehst gerade auf, kraulst ein letztes Mal noch den Boogie und wendest dich zur Tür. Und an dem Moment, wo du halt rausgehen willst, betritt gerade eine Gestalt den Pub. Hoch aufgeschossener, afroamerikanischer Mann mit abrasierten Haaren, hat einen langen Trenchcoat-Mantel an und Militärstiefel und und tritt in den mit starkem Schritt, also mit souveränem Schritt halt in die Kneipe rein, schaut sich um.
Läuft dann, Abend. Geht dann an dir vorbei. Abend. Ich begutachte den mal. Du merkst, dass er so schaut dich so einfach so, runzelt dann kurz die Stirn. Kennen wir uns? Nee, sorry. Alles gut und ich... Dann muss ich sie verwechseln. Bestimmt. Ich würde einmal gucken. Hebt sich sein Brustkorb? Kann man das erkennen? Mach mal Wits und Awareness. Wits. Aber die Schwierigkeit ist relativ, weil der so eine diesen weiten Mantel trägt, ist... ich denke mal, 4 Erfolge bräuchtest du da schon. Ah, okay. Ja, man kann es dann mal probieren. Ah, knapp. Oh, eieiei. Kann ich im Nachhinein noch was machen? Moment, was ist die? Die 1 ist auf einem Hungerwürfel, das heißt, du kannst sie nicht wiederholen. Nee. Ah, okay. Naja, dann. Ja, Bruce wird wahrscheinlich so ein, zwei Schritte dann halt von ihm weggehen, vielleicht nochmal so ganz kurz so stehen bleiben, so nach hinten schauen, irgendwie den so ganz kurz begutäugen. Setzt er sich einfach oder was macht er? Ja, der geht halt zum Tresen, setzt sich dahin, wo du eben gesessen hast. Mhm. Macht dann zum Barkeeper so. Also zum Karl. Mhm. Der nickt ihm so zu und zapft ein Bier. Ich meine, als ehemaliger Taxifahrer käme ich aus, habe ich den schon mal gesehen? Zufällig? Ich meine, käme ich ja aus. Du bist dir nicht sicher, irgendwas an dem kommt dir bekannt vor, aber. Also bewusst wahrscheinlich nicht. Vielleicht hast du ihn irgendwo schon mal gesehen, aber. Okay. Ja, dann, dann wird Bruce auch noch wieder gehen. Schaut so in einem letzten Blick nach hinten nochmal kurz zu Boogie. Und dann werde ich dann auch schnell die Tür schließen, bevor die Katze wegläuft. Und so. Ja. Was du auf jeden Fall auch gemerkt hast, als ihr euch gegenüber gestanden habt, ist, dass ja. Irgendwie war dir der Blick, den er dir zugeworfen hat. Also er hat ja so kurz so ein bisschen so fast schon geschnuppert und dann so die Augen so ein bisschen zusammengekniffen. Und du hast das Gefühl, so als dann irgendwie, als du dich wieder weggedreht hast, hast du ihn so gemustert, du hast ein komisches, also merkwürdiges inneres Gefühl hat sich so in dir breit gemacht. So irgendwie so das Tier in dir ist irgendwie so auf Hab-Acht-Stellung gegangen. Warum auch immer. Okay. Ja, das und ist ja du meinst so aus dem Augenwinkel, als er an dir vorbeigegangen sind, hat er sich über die Lippen geleckt? Okay. Bruce wird das in dem Moment wahrscheinlich gekonnt ignoriert haben erstmal und das wird dann so später wieder einfallen erst. Ich meine, man kann ja von dem Pub aus dauert zwar auch, glaube ich, eine Stunde oder so nach Hause laufen, dann wird er wieder nach Hause laufen. Vielleicht aber noch so ein bisschen durch die Natur laufen. Obwohl, er hat Anzugsschuhe an. Nein, vergiss das, er läuft auf die Straße. Das wird den Schuhen trotzdem nicht besonders gut tun, aber ja. Dann ist das so. Was man macht, macht man so, ja. Und dann er wird ein bisschen drüber nachdenken, weil das ja auch irgendwie diese Militärstiefel und so dieses ganze Auftreten. Ja, es sah so eine, so ein bisschen weird, ein bisschen wie aus einem Comicbuch entsprungen, diese Gestalt. Und dann halt auch noch diese komische Geste, aber ich meine, du hast ja gerade andere Sachen, um die er sich sorgen muss, also ja. Deswegen wird er es dann wahrscheinlich vergessen und wird dann auch versuchen, so bei dem ganzen Heimweg, also auf dem ganzen Weg, so ein bisschen wieder runterzukommen, dass mit dieses furchtbare Smalltalk-Gespräch mit der Veronica zu vergessen. Gerade eben, weil das ja die Veronica ist. Und dann wahrscheinlich noch so ein bisschen so ab und zu mal so an den Straßenrand schauen, irgendwie aufgrund seiner ganzen Naturinteresses mal irgendwie sich so ein bisschen versuchen, da abzulenken von und wird dann nach Hause gehen. Gut. So
kriegen wir das hin, dass alle den Tag soweit beenden und ihre Vorhaben umgesetzt haben. Hat jemand noch irgendwas, was er dringend machen möchte und heute noch erledigen möchte, was wir noch nicht hatten? Ansonsten. Wenn Anna da ist, würde Bruce mit Anna auf jeden Fall nur reden wollen. Ja. Noch ganz kurz, wir haben gesagt, wir machen selber die Fotos und erpressen den Kandidaten mit den Fotos und machen es nicht über die Zeitung. Okay. Okay, ja, dann machen wir das mit Anna noch. Ja. Die wartet ja, zu Hause. Ja, genau. Bruce, ganz typischerweise, irgendwie, hat sich gerade wieder so ein bisschen gefasst, ne? War ja so noch ein bisschen in Gedanken verloren. Kommt wieder zu seiner Tür, holt wieder den Schlüssel raus und dreimal daneben so, ach, verdammt. Und dann fällt ihm ein, die ist ja wahrscheinlich eh immer noch aufgebrochen. Also, macht er sie einfach auf. Ja. Schaut einmal kurz rechts die Straßenrunde, ob der Tracker noch wach ist. Ja, du siehst dann so ein Flimmern von Fernsehen. Vielleicht ist er wach, vielleicht ist er aber auch nur vom Fernseher eingeschlafen. Mhm. Ja, streck mir mal kurz so und dann gehe ich rein. Schließe die Tür. Und, Anna? Bist du da? Du siehst, dass diese Abdeckungen, die ja irgendwie, du hast ja mit so Stoff die Fenster zugehangen. Dass die ersetzt wurden durch so einen, schöneren, samtigen Stoff. Mit so einem kleinen gestickten Muster auch noch drin. Das sieht halt irgendwie ein bisschen, sie hat umdekoriert. Sieht ein bisschen hübscher aus. Ja, Bruce wird geschockt stehen bleiben. Wow, was ist hier passiert? Guck so ein bisschen geschockt nach links und nach rechts. Meine schönen Vorhänge. Nee, aber so. Wow. Herzlich willkommen, deine Freundin ist tatsächlich bei dir eingezogen. Oh Mann, das kommt zu früh für Bruce. Ja, und dann, das vorher überlegen müssen. Das, er kratzt sich auch so am Kopf. Wow, ich habe alles erwartet, aber nicht, dass, kommst du eben kurz? Ja. Und dann, ja, ich setze mich dann so aufs, oder ich deute ihn dann so, dass er sich auf das Bett setzen soll. Ja, wie fange ich an? Und er wird es auch so ein bisschen überlegen. Ach, egal. Er setzt sich in diesen Campingstuhl, den er ja so als Küchenstuhl missbraucht hat, und dann, ich habe mich mit diesen Leuten von gestern Nacht getroffen. Und ich habe was dich interessieren könnte. Du warst auf der Suche nach irgendeinem Niederländer, oder? Wie hieß er nochmal gleich? Ja, der Spielleiter muss selbst nachgucken. Edo. Ja, genau, Edo. Gute Nachrichten. Edo ist nicht da. Nicht mehr da. Soweit ich weiß, gibt's keinen Prinzen mehr. Oh. Hervorragend. Ich hoffe, das hat dich interessiert. Und was noch? Ich hab, Wo ist er denn hin? Ist er gestorben? Das wussten sie auch nicht. Auf jeden Fall gibt's keinen Prinzen in der Stadt. Und, das wird nicht lange vorhalten. Das habe ich mir auch gedacht. Auf jeden Fall haben sie auch erzählt, dass deine Freundin Veronica irgendwie seine Beraterin gewesen ist oder so. Stimmt das? Ja. Ja, okay. Denn, wir haben uns ja gegenseitig ausgetauscht und das, was wir halt wussten und so weiter. Und ich soll dich auch noch fragen, und er greift so ein bisschen nervös irgendwie an diese Tischkante, ob du bereit wärst, mit den anderen auch mal zu reden. Bezüglich diese Veronica auf der Suche nach dir ist und so. Und das klingt alles so ein bisschen merkwürdig. Ihrer Ansicht nach, meiner Ansicht auch. Ich finde das irgendwie komisch. Was wollen die denn bereden? Dass man sich einfach zusammensetzt. Weil, ich meine, ich will ehrlich sein, als ich das erste Mal Veronica angesprochen habe, hast du abgeblockt. Deshalb, ich. Oder vielleicht erzählst du mir das erstmal. Was ist.
Wie war das denn in der Zeit, als du, naja, du weißt schon mit der ganzen Scheiße, wie war das dann mit dieser Veronica? Also kann man ihr trauen, oder? Ich dachte schon. Okay. Naja, aber ich dachte, ich könnte vielen vertrauen hier. Mich alle verraten. Ja, genau. Und deswegen, diese, also, es ist wohl so, dass diese anderen drei, also mit Ausnahme des Dickens, den du da in, was hast du nicht mit dem gemacht? Der. Ich habe sein inneres Tier gereizt. Okay, ich frag mich weiter. Ja, auf jeden Fall, außer der und dieser eine Schmierlappen, also nicht der junge Blonde, der andere, die haben wohl den Auftrag bekommen von, oder haben eine Aufgabe von dieser Veronica oder so. Irgendwie, und sie sollen dich halt finden und so, und naja, das ist doch ein wenig merkwürdig, oder? Also, ich weiß nicht, vielleicht jetzt da dieser Ido nicht da ist und so, willst du mit ihr reden oder nicht? Das ist irgendwie gerade ein bisschen kompliziert alles. Ich wollte mal deine Meinung dazu hören. Und sie, wieder die anderen wirken vernünftiger als gestern. Oder vielleicht war ich auch nicht vernünftig. Ich muss da nochmal drüber nachdenken. Aber auf jeden Fall wollen sie mal mit dir reden. Über diese ganze Sache und so. Und ja. Es war nur eine Frage der Zeit, bis irgendjemand seine Fühler nach mir ausstreckt. Dass ich wieder auf der Bildfläche erschienen bin, ließ sich ja nun nicht lange geheim halten. Ja, apropos das. Was ist... Moment, OT, hatte ich das schon angesprochen mit der 10 Toten? Glaube nicht, ne? Das hast du erst beim letzten Mal durch uns erfahren. Genau, ne? Okay. Ach ja, diese Sache noch. Und der lässt sich so ein bisschen in diesen Stuhl sacken und Hand vors Gesicht. Was ist da passiert in dieser Bar? Willst du mir davon erzählen? Bar? Diese Rockerkneipe. Ah. Ja. Schau sie so ein bisschen vorwurfsvoll an. So. Hast du mir irgendwas dazu zu sagen? Was willst du hören? Vielleicht, dass du 9 Menschen da kalt gemacht hast? Das waren keine Menschen. Die hatten es alle verdient. Bruce ist in dem Moment aber so ein bisschen geschockt, so steht auf und schubst sich den Stuhl um. Alter, was? Das sind... Er guckt ja so eine... Also, ne, so um. Alter. Sag mal, geht's noch? Das sind Menschen. Das sind 9 Menschen tot in einer Rockerbar. Alter. Hallo? Und? Hör mal. Er geht so ein bisschen auf sie zu und dann wieder weg und so, wird halt auch sehr, sehr aufgelöst. So, ey, ich hole eine neue Wohnung für uns, damit wir in Ruhe hier leben können. Und du tötest einfach 9 Menschen in einer fucking Rockerbar. Hallo? Ich tue alles dafür, dass wir in Ruhe leben können. Und wer mir im Weg steht, den räume ich aus dem Weg. Ja, aber das muss... Das sind aber 9 Tote in einer Rockerbar, aber nicht der gute Anfang. Wie wär's denn mal mit Zurückhaltung? Alter, das sind... Wer sagt, dass ich keine Zurückhaltung hab walten lassen? Er guckt sie total... Alter! Hörst du dich überhaupt reden? Bruce, schaut, kommt näher. Wir sind keine Menschen mehr. Er geht so einen Schritt zurück. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich kann das nicht. Also, ne. Musst du auch nicht. Und er schüttelt so den Kopf und das, nein, und ich kann auch nicht, nein. Und er, ja, wird sich irgendwie so an so eine Wand fallen lassen, so,
Ich bin seit gerade mal einer Woche so und ich und so und ich hätte, sag mal, geht's noch? Und er, das sind Menschenleben, die haben Familie, die haben Freunde, die haben einfach so weg und das. Familie und Freunde schützen also vor Untaten. Nein, aber man kann Untat nicht mit Untat gleich machen. Hass nicht? Und Hass ist immer scheiße. Der setzt sich so hin und. Oh, ich hasse sie nicht. Eigentlich sind sie mir ziemlich egal. Noch schlimmer? Wenn sie dir egal sind, dann. Keine Ahnung. Schlag sie grün und blau, das ist mir egal, aber. Oh. Warum? Also, sie waren im Weg, toll. Warum? Was willst du von C Rocker in so einer shabby Kneipe an der 30. Was? Frage ist was eher, du? Was wollten sie von mir? Ja, oder so. Armes kleines Mädchen alleine in einer Rockerkneipe. Ja, was wolltest du da? Nun, du hast mich da abgesetzt, ich hatte Durst. Ja, und dann kommt es bloß so richtig eiskalt und. Ich hab. Also soll ich dich nicht demnächst immer in der Wildnis auslassen oder was, damit du keine Leute killst? Also. Ich töte keinen, der es nicht verdient hat. Aber Anna, das. Das ist doch unmenschlich, sowas. Ich meine, jetzt komm nicht mit, wir sind keine Menschen. Ich. Ist jetzt mal egal. Okay? Ich habe aufgehört, Kompromisse zu machen in dem Augenblick, in dem ich als Versuchskaninchen missbraucht wurde. Nie wieder, ja. Bruce. Nie wieder. Ja. Niemand nutzt mich aus. Niemand. Ja, Bruce ist für ein paar Sekunden ist einfach schweigend da. Und dann steht er einfach auf. Also zieht seine Jacke aus und so und legt die so auf über den Stuhl. Ich muss darüber nachdenken. Schöne Gardinen und ich mach die Tür zu und geh raus. Gehst raus. Okay. Ja, und wenn mich dann halt irgendwo außerhalb irgendwie auf einen Felsvorsprung oder sowas setzen, was in der Nähe halt ist oder ein Hügel oder sowas. Oh. Scheiße. Ja, dann wird er halt die restliche Nacht, also wird sich, bis es so kurz vor Sonnenaufgang ist, dann halt da bleiben und noch so ein bisschen erstmal runterkommen und ja, will ich, also ich meine, aufgrund der Menschlichkeit, bei mir geht das sogar klar, dass ich so kurz bevor die Sonne wirklich aufgeht, dann erst zu Hause bin und mich dann halt ja, zu Bett begebe. Ja, du trittst den Van wieder und Anna ist nicht mehr da. Oh, scheiße. Kacke. Ja, und dann gezwungenermaßen legt er sich dann halt irgendwie. Oder vielleicht setzt er sich auch einfach in den Sessel, der so zum Fernseher gerichtet ist, dann bleibt ihr das Bett und dann sitzt er da und wird er wahrscheinlich eben stehen. Starre fallen, wenn das geht. Wahrscheinlich. Ja. Dann ja, verbringt ihr die Nacht, den Tag, meine ich. Und es schreitet voran an den 24. Oktober. Und ja, hast du noch was, Isaiah? Damn, son. Hard. Ja, okay. Ja, und zuerst erwacht in eurer kleinen Clique. Ich meine, Isaiah schläft wieder in seinem Büro, ne? Ja.
Ja, vielleicht wird Sam diesmal zuerst wach. Und merkt, dass ja, Andrew neben ihr auch schon wach ist. Oder zumindest da nicht mehr liegt, wo er sonst immer liegt. Oder wo ihr nebeneinander eingeschlafen seid. Okay. Dann würde ich mal aufstehen und nach ihm suchen. Also, ja. Machst du die Tür auf zu eurem dem Wohnzimmerbereich des Apartments. Und da schläft sonst immer der Dicke, der schläft da auch noch, der liegt da am Boden. Aber ansonsten sieht das Wohnzimmer ziemlich, also die Bestuhlung und so ist irgendwie alles zur Seite geräumt. Und anscheinend hat Andrew einfach Dinge an die Wand geheftet. Du siehst irgendwie so einzelne Papiere und Fotos und alles Mögliche so mit so Pins an die Wand gepinnt. Ja, das würde ich mir mal angucken, was für Papiere und Fotos das sind. Der läuft halt so von einer Ecke des Räums so zur anderen. Was tust du da? Dreht sich um. Oh. Guten Abend. Guten Abend. Nun, ich richte mich heimlich ein. Ich denke, wir bleiben noch etwas länger hier. Und das ist für dich heimelige Dekos, random Fotos, er hat das Papiere. In der Tat, was ist das überhaupt? In der Tat hatte er so einen Raum halt auch schon vorher, bevor er dann den andere Stadt verlassen hat. Es sind halt sehr viele so okkulte Sachen, die er da an die Wand gepinkt hat. So magische Sprüche und merkwürdige Symbole und... Die würde ich mir gerne mal genauer angucken. Also mal an der Wand entlang laufen und. Ich hatte ja auch so eine Phase, Lebzeiten als Teenie, wo ich mich mal ein bisschen mit Okkultismus befasst habe, ob mir da irgendwie was bekannt vorkommt oder. Ja, mach mal Intelligence und Okkult. Ein Erfolg. Und einen Rouse-Check mache ich noch. Den hatten wir vergessen. Ja. Damit du den dritten Würfel hast? Nee, für den Tag. Es ist neuer Tag. Ach so, genau, ja. Fürs Aufwachen, ja. Klar. Ja, okay. Hunger steigt. Gut. Ja, was kommt mir davon irgendwas bekannt vor? Ja, du hast vielleicht mit ihm schon mal drüber gesprochen oder so. Also richtig was sagen tut dir das alles nichts. Es ist ein Teil davon ist in Latein, das kannst du vielleicht gerade noch so wegen deinem Studium. Ja. Vieles davon ist in griechischer Sprache, in asiatischen Schriftzeichen, vielleicht auch so semitische Sachen. Viele, ja, so Pentagramme, Heptagramme, alles Mögliche. Und so richtig was, richtig Sinn macht das für dich überhaupt nicht. Also es wird irgendwie das Lateinische, was da hängt, sind irgendwie Zaubersprüche oder sowas, was sich mit Totenerweckung oder sowas betrifft. Oder, ja, sowas. Was ist das? Ich kann hier, also ich würde mal auf einen von den lateinischen Sprüchen, die mit Totenerweckung zu tun haben, so, das Totenerweckung? Und was ist das andere alles? Meine Forschung. Ich dachte, bräuchte sie nicht mehr, aber jetzt, wo wir uns was hier für Forschung? Niederlassen. Über die Natur des, wo wir herkommen. Wer wir sind. Erzähl mir davon.
Was du bisher schon rausgefunden hast. Es ist vielleicht ein andermal. Muss ich wieder John fragen? Er wird dir nicht antworten können. John hat da kein Auge für. Er hält das alles für Humbug. Warum erklärst du es mir dann nicht? Weil es meine Arbeit ist. Mhm. Meine Sache. Okay. Ich gehe mal eine Runde spazieren. Ja, nickt nur kurz und wendet sich von dir ab. Und das ist halt echt komisch, weil der die letzten Monate irgendwie sich so gut wie nie von dir ab... Der hat dich auch gar nichts alleine machen lassen, außer wenn du mit John irgendwie zusammen warst oder so. Mhm. Ist einfach nur genickt, dreht sich um, macht das weiter. Ich glaube, ich muss mal in seinen Büchern stöbern. Bei Gelegenheit. Ja, nee. Gut, dann gehe ich. Steigst über den Dicken weg zur Tür und gehst nach. Vielleicht trete ich ihn aus Versehen ein kleines bisschen beim Drübersteigen. Okay. Ein ganz kleines bisschen. Unabsicht. Oh, verdammt, das war die Hand. Oh, schade. Ein Stiletto-Absatz auf die Hand. Hey, aufmachen kann er davon nicht. Super. Ja. Ja, und Dr. Angela erwacht auch. John schläft noch. Du bist gemutet. Darf ich noch früh genug aufstehen, dass ich noch mitbekomme, dass sie geht? Ja, klar. Kannst du das Gespräch vielleicht hören? Dann würde ich relativ schnell halt aus dem Zimmer rausgehen und sie fragen, ob sie was dagegen hätte, wenn wir gemeinsam rausgehen. Kannst auch mal deinen Rouse-Check machen für, ah, ja, genau. Fürs Aufwachen. Ja, nicht geschafft. Auch dein Hunger steigt. Mhm. Ja. Nee, ich habe kein Problem. Wir können gern zusammen gehen. Okay. Ja, dann werde ich mir einfach fertig machen und dann halt mit ihr gemeinsam rausgehen. Ich würde aber tatsächlich versuchen, den Ding nicht zu treffen. Ja, du merkst, dass Andrew irgendwie, der nimmt dich anscheinend gar nicht wahr. Ja. Ich werfe halt auch so einen Blick auf. Ja, also das Wohnzimmer sieht jetzt aus wie so eine, ja, wie so ein Magierturm, wie man sich den vorstellt. Wow. Ja. Entschuldigung, ich würde dann auch ein kurzes interessante Deko, bevor ich rausgehe, von mir verlauten lassen. Aber ansonsten halt nichts dazu sagen. Ich habe noch mal eine ganz kurze Frage. Was für ein Apartment ist das? Das ist ein Motel-Apartment. Achso, okay. Also es ist quasi schon irgendwie ein Motel-Dingsbums. Okay, ich dachte gerade, das wäre so. Ich dachte, ihr hättet euch irgendwann eine Wohnung gemietet. Ich habe nichts davon bekommen. Noch nicht. Noch nicht. Ja. Dann, ich würde für mich zügig laufen, weil ich wütend bin. Ja. Na dann hinterher. Dann hinterher. Na, ich überlege auch eine ganze Weile, was ich dazu sagen soll. Also, das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich dich wirklich ohne Andrew sehe. Kann das sein? Gestern waren wir auch schon nicht zusammen unterwegs. Stimmt. Das ist nicht ganz das erste Mal. Okay. Sieht das bei dem immer so aus? Ist eine gute Frage. Also du hast das als noch gesehen, dass das so war. Und kurz nachdem du halt zum Vampir geworden bist, hat er das abgeräumt. Okay. Wollte ich gerade sagen, weil da war ich also. Ja eigentlich das erste Mal erst bei ihm. Okay. Es hing schon dort, es hing bei ihm, als wir uns kennengelernt haben. Aber wir waren da nur sehr kurze Zeit, bevor wir aufgebrochen sind. Und jetzt ist es das erste Mal, dass ich in Ruhe sehe, wie er die Sachen aufhängt und mal genaueren Blick drauf werfen konnte. Ich meine, ich habe ein bisschen was davon mitbekommen, dass er halt gesagt hat, dass er
forscht. Ja. Sehr gesprächsbereit war er heute ja noch nicht. Ja. Wobei, ich habe das Gefühl, dass er sowieso nicht so gesprächig ist. Mein Sire konnte das Maul meistens einfach nicht halten, wenn er mal angefangen hat. Andererseits, was soll ich sagen, meiner hat mich sitzen gelassen. Ich hoffe, dass dir das nicht passiert. Naja, es waren für uns einfach jetzt ein paar anstrengende Monate, weil wir nirgendwo lang geblieben sind und ständig unterwegs waren. Und ja, nicht schön, wenn einem die Inquisition am Arsch hängt. Ah, also habt ihr schon richtig Erfahrung mit denen gemacht. Ich kenne das bisher nur so mehr oder weniger aus den ganzen Erzählungen. Sei froh. Ja. Tut mir übrigens leid, dass wir dann nicht noch mit euch darüber geredet haben, als wir die Heulsoße da weggebracht haben. Ist jetzt schon passiert. Es wäre einfach irgendwie nett gewesen. Ah. Bei jemandem einfach so dem vermeintlichen Tod ausliefern, ist eigentlich schon eine Entscheidung, die wir vielleicht irgendwie gemeinsam treffen sollten, weil sie ja alle irgendwo betrifft. Andererseits haben wir sie ja gemeinsam am Tag zuvor getroffen. Wir hätten es halt vielleicht noch mal kurz davor absprechen sollen, aber dann wart ihr nicht da und wir wollten es nicht mehr verzögern, also haben wir ihn hingebracht. Hoffen wir, dass wir dadurch nicht irgendeinen Stein ins Rollen gebracht haben, der Ärger bedeuten könnte. Ich frage mich sowieso, was aus der ganzen Sache noch wird, so mit Veronica und so. Wir sollten dringend noch mal mit ihr reden. Und vielleicht nicht auf diesem offiziellen, geschäftsmäßigen Weg, sondern vielleicht irgendwie versuchen, einen informelleren Rahmen zu schaffen. Also uns mit ihr anzufreunden, keine Ahnung. Aber hast du mal ihren Kleidungsstil gesehen? Mit so jemandem will ich mich gar nicht anfreunden. Habe ich jetzt nicht so drauf geachtet, um ganz ehrlich zu sein. Aber ich glaube, wenn wir länger hier in der Stadt bleiben wollen, müssen, sollen, wäre es vielleicht kein Fehler, irgendwie Kontakt zu der hiesigen Gesellschaft zu bekommen. Ich verstehe, was du meinst. Und aber ich würde sagen, nach dieser ganzen Geschichte mit der Camarilla und dem Verkaufen von dieser Anna. Weiß ich nicht, wie viel Kontakt ich da haben will. Das Problem ist halt einfach, ich wünschte, wir könnten auch einfach so mit dem Finger schnipsen und wissen, was sie will. Aber das wäre schön. Ja. Aber ich würde auch gerne wissen, was mit dem Prinzen eigentlich passiert ist. Wir wissen nur, dass er weg ist. Wir wissen nicht, lebt er noch? Ist er abgehauen? Keine Ahnung. Das wäre eben auch noch ein Punkt, weil, ja gut, wir haben Bruce, hieß er, nicht wahr? Wir haben Bruce gesagt, dass er, dieser eine ausrichten soll, dass der Prinz weg ist. Ja. Aber was ist, wenn er wiederkommt? Was ist, wenn er wiederkommt? Und ist es eine gute Idee, Anna und Veronica zusammenzubringen oder nicht? Das ist auch mein größtes Problem. Wir wissen einfach nicht, Veronica könnte alles sein. Ja, sie könnte für das Verschwinden des Prinzes verantwortlich sein für alles, von allem, was wir wissen. Wir wissen nicht, ob sie wirklich auf seiner Seite war. Wir wissen nicht, ob sie auf Annas Seite war. Wir wissen nicht, ob sie vielleicht daran schuld ist, dass Anna weggegeben wurde. Wir haben keine Ahnung. Wir haben auch keine wirkliche Möglichkeit herauszufinden, ob, selbst wenn wir es schaffen, mit ihr zu reden, wissen wir, ob sie uns die Wahrheit sagt. Was für einen Sinn hat es, uns vielleicht die Wahrheit zu sagen an ihrer Stelle, je nachdem, was es ist. Das ist alles ganz schön kompliziert. Ich hätte mir das alles ganz anders vorgestellt. Diesen Vampir sein. In den Büchern klingt es immer so romantisch. Ja, genau. Niemand hat sich darauf vorbereitet. Ach, frag mich mal.
Diese ganze Scheiße hier hätte mir so gestohlen bleiben können. Nur weil zwei Idioten ihre Sinne nicht beisammen hatten, ohne Scheiß. Ja, wir sollten, sobald wir diese Aktion mit diesem Bürgermeister oder mit dem Gegenkandidaten durchgezogen haben, sollten wir dringend versuchen, mit Veronica zu reden. Ja. Ich meine, wenn wir das durchhaben, haben wir vielleicht auch noch mehr ihr Vertrauen. Das könnte helfen. Und vielleicht sollten wir sie halt nicht an ihrem Geschäftsort treffen. Vielleicht sollten wir mal gucken, ob sie sich so irgendwo in Clubs oder Ähnlichem rumtreibt. Einfach um diesen völlig geschäftsmäßigen Rahmen da außen vor zu lassen. Na, wie finden wir das am besten heraus? Ja, ich meine, könnte nochmal bei den Clubbern selber nachfragen. Aber dadurch, dass sie halt auch Medienwirksamkeit hat, weiß ich, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie sich so in Clubs und sowas aufhält. Könnten versuchen, ob vielleicht der amtierende Bürgermeister noch irgendwelche Veranstaltungen hat, Reden hält. Das wäre eine Idee, ja. Das wäre eine Idee. Da wird es auf jeden Fall noch bei der Gelegenheit auch mal ansprechen und vielleicht könnten wir auch so ein bisschen so, ja, du weißt ja, wir sind neu in der Stadt und prinzipiell, wir kennen uns noch nicht so gut aus und wir könnten da ein bisschen, wäre nett, wenn wir uns ein bisschen an jemand ranhängen könnten oder der uns so ein bisschen hier ein bisschen mehr über die Strukturen in der Stadt erzählen kann. Jemanden haben wäre auf jeden Fall praktischer. Wir wissen ja schon, dass dieser Sheriff, oder das hast du ja, dass dieser John wohl ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist, Joe. Ja. Und ich frage mich immer noch, wer dieser Malcolm ist. Das wird sie uns wahrscheinlich auch erzählen können. Da sollten wir sie auf alle Fälle danach fragen. Ah. Weil so richtig spaßig hat sich der ja nicht angehört. Ich frage mich, ob das hier einer von uns ist. Keine Ahnung. Aber wäre das nicht eigentlich zu auffällig? Also ich weiß nicht, weil die ganzen Leute sagen, ja, wenn er auftaucht, ist einer weg. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass... Nee, wir wissen halt nicht, ob er ihn direkt quasi, also am Kragen davon schleicht oder ob er kommt, mit der Person spricht und verschwindet und am nächsten Tag sieht man die Person einfach nicht mehr. Ja. Aber trotzdem, wenn er halt jetzt schon in Bruce Verbindung Angst. Gebracht wird. wenn er halt schon im Gespräch der Leute einfach als derjenige ist, der schuld ist, dann ich kann es mir halt nicht vorstellen, weil Camarella und so. Naja, aber manchmal, du weißt, wenn du etwas gut verstecken willst, dann versteck es direkt unter der Nase von demjenigen, vor dem du es verstecken willst, weil es zu offensichtlich ist. Wenn du dann diese Aura drum produzierst, so der Typ ist gefährlich und voll der Schläger und da verschwinden Leute. Aber ich meine, soll die Camarella auch so? Das ist halt die Frage. Ich weiß es nicht, aber möglich. Ich meine, es gibt so viel Irre auf der Welt. Es gibt auch genügend Menschen, die sowas tun würden. Ja, klar. Ich kann mir halt nur vorstellen, also was auch immer es ist, ich bin mir sicher, dass wir da auch ein Auge, also beziehungsweise die Camarilla da auch ein Auge drauf haben wird und mehr wissen wird als wir auf jeden Fall. Also müsste Veronica mehr wissen. Ja. Und ich meine, wenn der Bürgermeister dieser Gang Geld gibt, damit sie ruhig halten, dann ist ja vielleicht auch, wie gesagt, dieser Malcolm eben ein geeignetes Gegeninstrument, falls einer von der Gang meint, er müsste trotzdem aufmucken, ja, dann kommt eben Malcolm. Damit hast du eine zweiseitige Kontrolle darüber. Und wer weiß, wo dieser Malcolm vielleicht noch auftaucht. Ja. Oder ob er noch mehr Namen trägt. Also sind wir uns einig, dass wir dringend mehr über die Strukturen in dieser Stadt herausfinden sollten. Ja. Und irgendwie versuchen herauszufinden, was Veronica will.
Dann sollten wir vielleicht mal im Internet oder in der Zeitung suchen, welche Veranstaltung der Bürgermeister in den nächsten Tagen noch hat, wo wir ihn am besten abpassen könnten. Oder sowas Veronica. Kann. Ja. Sowas und vielleicht könnte man auch mal mit dem Bürgermeister direkt reden. Das haben wir, er hat bisher auch noch nicht bedacht. Das stimmt. Aber dem wird genau dasselbe Problem sein, den irgendwie aufzugreifen jetzt in dieser heißen Phase. Ach, ein junger, hübscher Fan, der ein Autogramm von ihm haben möchte und ihn ja so toll findet. Ja, für so jemanden hat man immer mal ein bisschen Zeit, das stimmt. Das ist auch eure Lösung für alles, ne? Ihr seid jungen, hübschen Dinger. Das ist sorry, echt, Entschuldigung. Das ist echt, ja. Alter Politiker. Ja, junger Fan. Wir wissen gar nicht. Doch, wir haben ihn schon gesehen, ne? Ja. Wir haben ihn da an unserem ersten Abend gesehen. Na, wir haben ihn. Ich weiß aber tatsächlich gerade gar nicht mehr, wie der aussieht. Also, wurde der wirklich beschrieben? Ich glaube, ich habe ihn nicht näher beschrieben, ne? Aber ja. Da würdest du ihn wieder erkennen, ja. Okay. Er war schon recht charismatisch, ein ja, doch etwas älterer Herr, etwas untersetzt. War so von der Ausstrahlung, er hat Ausstrahlung gehabt, ja. Okay. Aber so ein typischer Oldie-Politiker, der halt. Okay. Ja. Wir haben doch alle von Bill Clinton gelernt, genau. Genau, ein etwas. Also ich würde die Monika machen in dem Fall. Wir wollen es gar nicht so genau wissen. Ja. Ich frage erst nur, wann. Aber vielleicht auch, wenn alles mehr oder weniger in trockenen Tüchern ist. Weil dann hat er nämlich theoretisch auch mehr Zeit. Lass uns morgen den Gegenkandidat vornehmen und heute, je nachdem, wie. Ja, heute, stimmt. Ja. Und je nachdem, wie das ausgeht und wie schnell wir da fertig sind, können wir ja schauen, ob wir da noch was haben. Ja, richtig. Ich weiß nicht, wir wissen auch nichts über die Familie vom amtierenden Bürgermeister, ob der Familie hat, oder? Der amtierende Bürgermeister hat Familie, soweit ich. Moment. Ja, ihr wisst, dass der verheiratet ist und zwei Kinder hat. Okay. Einen 10-jährigen Sohn und eine 15 Jahre alte Tochter. Ja. Und dass die Frau Kindergärtnerin ist. Stimmt. Das hattet ihr schon herausgefunden. Stimmt. Oh, ich könnte ja versuchen, mich mit dieser Tochter auch anzufreunden. Falls wir an ihn direkt nicht rankommen. Guck einmal so an dir hoch und runter. Ich glaube, 15. Für 15 würde man dich dann doch nicht halten. Naja, mit 15 gehen die Küken aber auch schon. Das stimmt. Auf Party, ja, einfach die Coole sein, die dann dafür sorgt, dass sie auch mit auf die Partys drauf kann und so. Genau. Da kann man sich tatsächlich. Mit Crystal hast du dich auch gut verstanden. Eben drum. Ich habe ja schon mal quasi die große Schwester gespielt, wenn es um Clubs und so geht. Also. Gut, das habe ich tatsächlich schon länger hinter mir. Gut, machen ein noch, bevor ich ein bisschen auf die Uhr achten muss. Einmal noch, Isaiah muss auch noch erwachen. Und seinen Rouse-Test machen. Und danach muss Bruce auch noch mal ganz kurz aufwachen. Auch seinen Rouse-Test machen. Ja, hungrig heute alle. Ja, außer Bruce, der ist nicht so hungrig. Der hatte schon einen scheiß Abend, der darf ruhig nicht hungrig werden. Ich habe gehört, da sind so zwei Sekretärinnen, Wahlhelferinnen später. Aha, okay, gut. Ja, Isaiah wacht auf in seinem Büro und ja, Sonne ist untergegangen. Was ist das Erste, was Isaiah macht?
seinen Anzug bügeln und anziehen. Sehr gut, ja. Und dann ist er im Grunde genommen, schaut ein bisschen auf die Uhr, verpendelt ein bisschen Zeit mit, damit seinen Bericht zu schreiben, über aktuelle Zustände und wieder an Robert zu schicken. Es klopft an deiner Bürotür. Oh, okay. Guck durch den Spion. Siehst jemanden. Öffne die Tür. Keiner im Flur. Hallo? Ja, guck den Flur rauf und runter. Wir haben schon irgendwie spät, ne? Also. Ja, es ist gerade die Sonne untergegangen. Nicht irgendwelche Kinder aus der Nachbarschaft. Dann drehe ich mich wieder, dann mache ich die Tür wieder zu, drehe mich um. Kamera? Fragezeichen? Hab ich nicht. Vielleicht war es der Götterbrote, die liefern teilweise auch spät abends. Ja, machst die Tür zu, drehst dich um und stehst quasi mit Nasenspitze an Nasenspitze vor Anna. Und sie schaut ziemlich wütend. Und Kako direkt mal weg. Gutes Timing, gutes das war, Timing. Das war zu viel für mein Discord. Ja, du schaust so, wie gesagt, Nasenspitze an Nasenspitze. Irgendwie, schaust in ein wütendes Gesicht und ein paar geleckte Vampirzähne. Und Bruce erwacht. Alleine in seinem Trailer. Ja, und findest eine Nachricht angepinnt an den Fernseher. Ich klär das. Ja, ich glaube, das ist dann die Stelle, an der wir uns verabschieden. In den nächsten 2 Wochen neuen Charakter mit Koali basteln. Ja, es sei denn, du willst jetzt so weitermachen. Nein, also ich würde das jetzt so stehen lassen, weil wir haben es 22:38. Oh. Ja, Isaiah, war schön mit dir. Ja. Das wird kiffer, ja. Ich muss ja mal wieder anfangen und üben fürs neue Jahr jetzt. Oh, scheiße, ey. Du musst den Leuten ja auch was geben, warum sie wieder einschalten. Ja, danke schön fürs Mitspielen und für die illustren Szenen. Ja, vielen Dank fürs Leiten. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, es ist intensiv, aber auf eine eigenartige Weise. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Ich fand das gerade sehr intensiv auf jede Art und Weise. Ich wollte gerade sagen, ich finde, das ist nicht eine eigenartige Art und Weise. Ich finde, das ist ziemlich eindeutig. Und, die Dinge nehmen Fahrt auf. Wir können alle gespannt sein, wie es mit den verschiedenen Sachen weitergeht. Dankeschön, dass ihr mitgemacht habt. Dankeschön nach da draußen, dass ihr zugeschockt habt. Ich kann noch mal nachschauen, wer ist denn noch alles da? Es lädt. Boah, ich will mit diesen Kontaktlisten kann man das echt so scheiße lesen. Another TT-Viewer. Azrael ist da. Oh, Azrael. Hoher Besuch. Ja. Athanasius Pernat. Okay. Was habt ihr alle für komische Namen, mein Gott? Nennt euch Koali oder so. Commander Root oder hier D-Rex, ja? Einfacher Name. Electrical Longboard und Elektrohexer. Glaube ich, heute das erste Mal da ist. Kommt mir nicht so bekannt. Der Evil ist da. Ja, der Evil. Ja, der Host Giveaway ist da. Kaiser Carter, Katziamera ist da. Mondschatten ist da. Die Polizei hat zugeguckt und aufgepasst, dass wir keinen Unsinn machen. Positivity Watch, Schattenjäger und Skinny Seahorse und Slowcool und Stockholm Schweden. Hallo?
Die ganze Stadt hat zugeguckt. Und ja, Jairobi hat auch zugeguckt. Ja, vielen Dank und schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr das nachher auf YouTube nachguckt, jetzt gerade so, hinterlasst uns doch bitte einen Kommentar unter dem Video. Und wenn ihr es live geguckt habt, geht nachher nochmal nach YouTube und hinterlasst auch einen Kommentar. Ich will mehr Kommentare lesen. Das macht Spaß. Wer möchte, kann auch Daumen verteilen. Finde ich. Ja. Einen Daumen für dich, einen Daumen für dich, einen Daumen für dich. Ja. Einen für Dr. Angela, einen für Isaiah, einen für Samantha, einen für Bruce und zwei für den Storyteller. Aber die dann runter. Ja. Nein, okay. Ansonsten, wenn ihr wissen wollt, wann es weitergeht, auf dem Nordpol erfahrt ihr, wann es weitergeht. Da oben läuft die ganze Zeit die Adresse durch. Oder ihr folgt mir auf Twitter oder der Feramin auf Twitter. Oder ihr schaut ins Community Board auf YouTube. Das gibt also viele mögliche Wege, um zu erfahren, wann und wie es weitergeht. Stimmt, ab nächstem Mal dann auch immer sonntags statt Donnerstag. Genau, wir ziehen um. Wir ziehen um auf einen Sonntagstermin, genau. Das heißt, ihr müsst demnächst sonntags am Tage des Herrn Vampire gucken. Primetime, wie es früher bei ProSieben. Primetime, sonntags zur Primetime, genau. Ja. ProSieben ist eh nur noch scheiße, deswegen guckt ihr lieber uns. Genau. Genau. Ja. Genau. Morgens in die Kirche, abends sündigen. Oder andersrum. Morgens in der Kirche sündigen und dann abends schön lieb hier gucken. Seid ihr überlassen. Ja, okay. Ja, mehr habe ich nicht zu sagen. Ich wünsche euch den Segen der Nacht da draußen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye, bye. Ciao. Ciao, ciao.